wir jetzt so an TTIP gesehen haben, ein Problemfeld, was mir als Journalisten irgendwie vor einigen Jahren schon begegnet ist und wo ich immer dachte, wie soll ich das erklären? Das sind vier komische Buchstaben, die erstmal niemand begreift. Und ich hatte da große Skepsis, ob es eigentlich geht, aus sowas sozusagen ein großes Projekt zu machen. Und genau das ist gelungen. Darüber wollen wir heute reden. Unser Podium heißt Linke Politik ist international. Europäische Kampagnen als Neubegründung eines politischen Raums von unten. Und Sie hören schon, wir wollen einen politischen Raum neu begründen. Dazu sind wir jetzt zwar erstmal nur 20 Leute hier, aber die Aufgabe ist groß und wir haben wunderbare Gäste dazu. Die möchte ich Ihnen gerne vorstellen. Vielleicht einen Satz noch zu mir. Mein Name ist Martin Kaul. Ich bin Redakteur bei der Taz, Redakteur für soziale Bewegungen. Und in diesem Zusammenhang kümmere ich mich auch um genau diese Themen. Ja, um ein bisschen Stimmung aufkommen zu lassen, würde ich sagen, auch erstmal schön, dass Sie da sind. Und ich würde sagen, einen Applaus, dass Sie es hergeschafft haben. Außerdem heute mit mir auf dem Podium ist Marlene Drescher, extra aus Österreich gekommen. Sie ist da bei Attac aktiv und betreibt für Attac seit 2012 als Campaignerin die Themen rund um die Euro-Krise. Dazu gibt es sicher auch einiges zu erzählen, auch im Hinblick auf die Misserfolge von solchen Kampagnen im Zusammenhang mit der Euro-Krise, aber jetzt auch im Zusammenhang mit der aktuellen TTIP-Kampagne. Sie waren aktiv im Kampf gegen Rechts, gegen Neonazis. Der Kampf gegen Rechts hat in Österreich auch nochmal sozusagen eine besondere Aktualität, waren im SDS hochschulpolitisch aktiv und können also aus dem Vollen schöpfen, was so Erfahrungen mit erfolgreichen und nicht so erfolgreichen Kampagnen angeht. Also erstmal hallo, schön, dass Sie da sind. Hier sitzt der Kollege Helmut Scholz. Er ist Mitglied der Linken und im Europaparlament seit 2009, wenn ich das richtig sehe. Da insbesondere Mitglied im Ausschuss für internationalen Handel. Das hat ja insofern eine besondere Qualität, als dass Sie mit diesem ganzen TTIP-Krempel auch direkt zu tun haben und uns ein bisschen erzählen können, was jetzt auch die Schwierigkeiten sind im Hinblick darauf. Das ist ja allgemein bekannt, da eine Transparenz auch zu erzeugen, damit wir in Anführungsstrichen Bürgerinnen und Bürger überhaupt mitkriegen, was da so Sache ist. Aber was mich auch interessieren würde von Ihnen ist, wie eigentlich so oder wann etwas bei Ihnen so ankommt, dass man sozusagen progressive Politik im Europaparlament machen kann und auch den Rücken frei dafür hat. Also was Sie brauchen von der Straße in Anführungsstrichen, um da eine Politik machen zu können, die im besten Falle progressiv nach vorne geht. Das erzählen Sie uns hoffentlich gleich. Schön, dass Sie da sind, Herr Scholz. Hier darf ich Ihnen vorstellen, Michael Effler. Er ist insbesondere Chef, darf man nicht sagen, aber was Vorsitzender bei Mehr Demokratie vermutlich länger als er alt ist, schon aktiv in basisdemokratischen Bündnissen und Bewegungen, vorne an der Spitze bei der TTIP-Kampagne im Moment und der Europäischen Bürgerinitiative dazu. Da gibt es auch einiges zu berichten. Das ist eine Bürgerinitiative, die offiziell von der Kommission nicht als solche anerkannt worden ist. Trotzdem werden die Stimmen dazu gesammelt und scheinen sich zu einer der größten Bürgerinitiativskampagnen zu verdichten, die es bislang gegeben hat. Nicht nur das, wenn ich es richtig sehe, haben Sie auch selber das Instrument der Europäischen Bürgerinitiative auf EU-Ebene überhaupt mit vorangebracht und eingeführt. Warum das so erfolgreich war und Sie es trotzdem nicht geschafft haben, dass Ihre eigene dann auch anerkannt wird, das können Sie uns auch gleich erzählen. Schön, dass Sie da sind. Hallo, Herr Effler. Und Ulrike von Wiesenau ist bei uns. Sie haben insbesondere auf Berliner Ebene einen großen Erfolg gefeiert oder feiern den eigentlich seit langem. Das könnte man zumindest von außen so sehen. Ich weiß nicht, wie Sie es selber sehen würde. Es ging um Volksentscheid zum Berliner Wassertisch und um die Frage, wie wir zu einer Rekommunalisierung des Wassers in Berlin kommen können. Großes Thema, das für viel Aufsehen gesorgt hat. Nicht nur das, Sie haben es auch geschafft, eigentlich eine der ersten großen, erfolgreichen europäischen Bürgerinitiativen
Initiativen voranzubringen. Über dieses Instrument reden wir sicher auch gleich. Was mich bei Ihnen heute besonders interessiert, ist so ein bisschen das Spannungsfeld zwischen der regionalen politischen Arbeit, die ja nötig ist, wenn man viele Leute irgendwie zusammenkriegen will an einen Tisch, und einem dann transnationalen Erfolg. Also wenn ich irgendwie hier in meinem Örtchen, Berlin ist ja noch gut angebunden, aber vielleicht irgendwo auf der Schwäbischen Alb ein Problem habe, was sozusagen mobilisierbar ist oder nicht, wie kriege ich das eigentlich bis zu Ihnen, und zwar so, dass Sie das auch interessiert. Also Sie sehen viele gute Fragen, die wir irgendwie jetzt heute klären können. Ich hoffe, wir machen das dann gleich mit Ihnen. Aber zunächst mal, hallo, auch schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Frau Wiesner. Vielleicht können wir damit ja gleich mal anfangen. Also ich habe schon gesagt, Sie sind Sprecherin des Wassertisches. Sie haben diese Europäische Bürgerinitiative angeschoben. Vielleicht erklären wir erstmal, was das überhaupt ist, die Europäische Bürgerinitiative. Ich versuche mich da jetzt mal drin, aber Sie korrigieren mich sofort, wenn ich Quatsch erzähle. Also nur damit irgendwie jeder weiß, worüber wir reden. Diese Bürgerinitiative ist insofern gefeiert worden als neues Instrument, weil wir ja zu Recht feststellen, dass auf europäischer Ebene sozusagen der Stellenwert von demokratischen bzw. direktdemokratischen Entscheidungen ziemlich unterrepräsentiert ist. Das EU-Parlament hat im Prinzip nie die Nase vorn im Vergleich zur EU-Kommission, hat also eine verhältnismäßig schwache Position, und direkt demokratisch Einfluss zu nehmen war immer schwierig. Und diese Europäische Bürgerinitiative hat dann mit verhältnismäßig hohen Hürden es erstmals sozusagen ermöglicht, dass es die Möglichkeit, ja, was denn eines Volksentscheids oder was ist das, eines Aufbegehrens einer, zumindest einer Zuwortmeldung der europäischen Bürger ermöglicht, wenn bestimmte Quoren erfüllt sind und man also etwas auf die Tagesordnung, jetzt müssen Sie mir aushelfen, des Parlaments oder der Kommission setzen darf, und die im Prinzip dazu drängen, sich um ein Thema zumindest mal zu kümmern. Ist das richtig oder ja, nein? Naja, also vielleicht doch mal ganz kurz: die Europäische Bürgerinitiative bedeutet, dass 1 Million Europäerinnen und Europäer die Europäische Kommission auffordern können, einen Vorschlag für einen Rechtsakt vorzulegen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wir nennen es auch kein direktdemokratisches Recht, sondern ein Instrument der partizipativen Demokratie, weil eben die Bürgerinnen und Bürger nicht selbst entscheiden können und die Kommission auch nicht verpflichtet ist, einen Rechtsakt vorzulegen, sondern halt da völlig frei ist. Es ist also, wenn man so will, ein Initiativinstrument, etwas mehr als eine Petition. Aber immerhin eins, mit dem es ja jetzt gelungen ist, zu verschiedenen Gelegenheiten zumindest auch große europäische Öffentlichkeiten zu erzeugen. Über wie sinnvoll das ist oder nicht, darüber reden wir sicher gleich nochmal. Ich würde jetzt erstmal gerne Frau von Wiesenau fragen, also viele feiern Sie ja für diese Erfolge, auch im Hinblick auf diese erste sehr große europäische Bürgerinitiative im Hinblick auf die Wasserprivatisierung. Würden Sie das eigentlich auch selber als Erfolg feiern? Ich denke auf jeden Fall, dass man das als Erfolg sehen muss, denn es war der erste gewonnene Volksentscheid in Berlin, und es war auch das erste Mal, dass in Berlin ein Gesetz gemacht wurde. Es ging uns nicht nur um die Rekommunalisierung, sondern darum, wie diese Rekommunalisierung stattfindet. Wir hatten es mit der größten Teilprivatisierung Europas zu tun, unter PPP-Verträgen, und haben uns genau überlegt, wie wir diese Verträge knacken wollen. Und wir haben ein Gesetz zur Offenlegung verabschiedet und damit auch eine Ermutigung geschaffen, gezeigt, es gibt dieses direktdemokratische Instrument in Berlin, Bürger können Gesetze machen, und wir fordern, dass solche direktdemokratischen Möglichkeiten auch erweitert eingesetzt und ermöglicht werden. Der Berliner Wasservolksentscheid ist, glaube ich, deswegen so bekannt geworden und auch so bedeutend geworden, weil er Vorbildfunktionen entfaltet hat. Also nicht nur in Berlin, wo es dann den Energievolksentscheid gab, den S-Bahn-Volksentscheid, das Tempelhofer Feld und jetzt auch noch den Mietenvolksentscheid, sondern es war europaweit eine Ermutigung. Wir konnten nach unserem Erfolg ganz vielen anderen Initiativen helfen. Wir haben in Rom 2011, gleich nach unserem Volksentscheid, den Volksentscheid gegen Berlusconi, Atomkraft und Wasser unterstützt. Und gewonnen. Und er wurde gewonnen. Wir haben unterstützt Thessaloniki und Athen. Da konnte eine Privatisierung verhindert werden.
unter dramatischen Umständen, auch selbstorganisierte Bürgerinitiative, die war gar nicht zugelassen von Staats wegen. Das heißt, es wurden mehrere Musterfälle initiiert durch den Berliner Wasservolksentscheid. Und es ist ein unglaubliches Netzwerk entstanden, mit dem wir jetzt Europa und weltweit operieren können. Und dieses Netzwerk stellen wir auch anderen Initiativen zur Verfügung, die in direktdemokratischer Aktion Entscheide herbeiführen. Wenn Sie dieses Netzwerk beschreiben, würden Sie sagen, dabei handelt es sich bereits um einen, ich nutze mal die Anführungsstriche, europäischen Raum von unten? Ist das schon ein Raum? Was ist das für ein Raum? Haben Sie eine Mailingliste zusammen? Treffen Sie sich einmal im Jahr? Begegnen Sie sich täglich in sozialen Medien? Also wie beschreiben Sie diesen Raum? Was kann er und was kann er nicht? Also der Raum ist erstmal lokal. Die ganzen Bürgerinitiativen, Organisationen, Initiativen, die uns unterstützt hatten. Dann hat dieser Raum europäische Dimensionen und da vernetzen sich die Wege mit Michael. Wir haben dann auch über die europäische Kampagne unsere Netzwerke mit eingebracht und Netzwerkadressen bekommen. Das heißt, Netzwerke wachsen langsam und sie wollen gut betreut werden. Aber wenn sie dann einmal stehen, ist eben immer ein partieller und ein kontinuierlicher Austausch da. Und wenn was brennt, hat man sozusagen ein Netz, auf das man zurückgreifen kann. Und das ist diese große Novität. Dabei kommt uns natürlich auch das Internet sehr zugute und die neuen Möglichkeiten medial. Aber der Raum weitet sich immer weiter. Der europäische Raum wird größer und es geht in eine weltweite Vernetzung. Und die brauchen wir auch. Denn wenn wir uns gegen die Freihandelsabkommen rüsten, müssen wir uns warm anziehen. Und wir brauchen die exquisitesten Verteiler. Und auf diese Verteiler sind viele neidisch. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Das hört sich ja schon mal ganz gut an. Herr Elfler, jetzt kann ich mir vorstellen, dass Sie wahrscheinlich gemeinsam auch über teils sich überschneidende Verteiler verfügen und dass Ihre anderen auch nicht schlecht sind, solange wie Sie dabei sind. Mich würde auch trotzdem interessieren, wo die Grenzen dieser Verteiler liegen. Das heißt, wir können vielleicht noch mal darüber reden. Ich meine, wir interessieren uns sicher alle dafür über den momentan aktuellen Erfolg. Was hat bei Ihnen beispielsweise die Mobilisierung zu TTIP so erfolgreich gemacht? Woran hat das gelegen? Was ist sozusagen das Kochrezept für diese Kampagne? Aber gibt es da auch Grenzen oder können Sie an anderen Beispielen Grenzen aufzeigen, wo man sagen kann, das funktioniert nicht? Ich frage jetzt mal polemisch, soziale Gerechtigkeit, würde das beispielsweise funktionieren oder nicht? Was ist sozusagen das Erfolgskriterium von so einem Großprojekt, das durchschlägt? Das ist ungeheuer schwer zu sagen. Entschuldigung, das waren noch drei Fragen. Ja, ich versuche es mal. Also vielleicht vorweg nochmal. Ich habe auf allen politischen Ebenen, außer der globalen Ebene, Kampagnen durchgeführt. Also von der kommunalen Ebene über die regionale Ebene, eine bundesweite Kampagne und jetzt eben eine europaweite Kampagne. Deswegen, glaube ich, kann ich da ganz gut so ein bisschen Vergleiche ziehen. Und ich habe, bevor ich diese TTIP-Kampagne mit angeschoben habe, zum letzten Mal auf europäischer Ebene eigentlich vor 10-12 Jahren politisch ernsthaft mich betätigt. Insofern ist es ganz interessant, da mal so die Entwicklung zu sehen. Und was ich schon feststelle, was jetzt insgesamt positiver geworden ist, was europäische politische Arbeit angeht, sind einfach die technischen Möglichkeiten, sind also wirklich enorm ausgeweitet worden, insbesondere soziale Medien, Facebook, Twitter. Das hat also natürlich 2002, 2003, damals war ich beim Thema Europäische Bürgerinitiative beteiligt, Europäischer Verfassungskonvent, das hat noch keine Rolle gespielt. Skype, auch ein ganz wichtiges Vernetzungstool. Dennoch würde ich sagen, weil ja auch ein bisschen die Frage war, gibt es einen europäischen politischen Raum bereits? Diese Frage würde ich eher mit einem noch nicht beantworten. Soweit sind wir noch nicht. Ich sehe es auch bei der TTIP-Kampagne, die nun wirklich gut läuft, dass sie doch sehr, sehr stark in nationale Teilkampagnen oder nationale Teilöffentlichkeiten sich untergliedert. Wenn man das mal genauer ansieht, dann sind es doch einige Länder, wo es dann richtig gut läuft. Österreich,
Luxemburg, Frankreich auch, aber sicherlich auch Deutschland natürlich. Und es gibt da immer noch viele Länder, wo wir noch nicht so richtig gut in Gang kommen. Ja, also in Osteuropa, aber auch teilweise in einigen alten Mitgliedstaaten, in Schweden oder in Portugal oder so. Insofern sollte man nicht meinen, dass es so ganz einfach wäre, wenn man ein gutes Thema hat, dass man sagt, okay, da mache ich jetzt eine europaweite Kampagne. Und zu den Erfolgsfaktoren muss man ganz klar sagen, bei TTIP, das Thema an sich ist an sich schon Erfolgsgarant. Deswegen ist es unfassbar schwierig, das einfach so zu übertragen auf andere Themen. Jetzt neben dem Thema... Entschuldigung, aber ich, wenn Sie sagen, das Thema an sich, was denn an dem Thema? Das Verbrauchernahe oder das sozusagen das Angstbeladene, die Chlorhühnchen, wenn Sie sagen, das Thema an sich, was meinen Sie damit genau? Also ich würde schon sagen, das Thema von ISDS, also von Schiedsgerichten, von Klagerechtmöglichkeiten von Konzernen gegen Staaten, ist wirklich ein ganz, ganz zentrales Thema, aber auch die Frage von Lebensmittelstandards, Unterschiede in Agrarregulierung, sage ich mal. Da kommen einige Sachen zusammen, aber ich glaube, so das ganz generelle Thema, dass wir uns wehren wollen gegen die Übermacht großer Konzerne, gegen einen Durchgriff auf unsere sozialen Rechte, auf unsere Daseinsvorsorge und das natürlich gegenüber einem Verhandlungspartner, der eine unfassbare Macht hat. Das muss man einfach mal sagen. Da kommen schon ein paar Sachen zusammen. Aber das alleine erklärt noch nicht, warum die Kampagne so läuft. Was ganz, ganz wichtig ist, ist ein großes Bündnis. Das ist natürlich irgendwie auch eine Binsenweisheit, aber es ist einfach ganz entscheidend. Und weil wir eben, da kommen wir wieder zur Technik zurück, wir haben von den 1,72 Millionen Unterschriften, die wir jetzt gesammelt haben, ungefähr 1,4 Millionen im Internet gesammelt. Und da war entscheidend die großen Online-Organisationen. Das heißt Campact, 38 Degrees, Some of Us und viele andere. Aber auch immer wieder der Versuch über die Bündnispartner, wenn sie noch so klein sind, beschickt eure Verteiler, beschickt eure sozialen Medien, verbreitet das. Videos sind natürlich auch sehr, sehr wichtig. Also die Online-Campaigning-Organisationen, die es auch noch nicht gab vor 10 Jahren, ja, die haben mittlerweile auch eine relativ große Rolle in Europa. Und wir haben das große Glück, oder es ist nicht nur Glück, aber ich will es mal so beschreiben, dass wir eben die meisten von diesen auf unserer Seite haben, die bei der Kampagne mitmachen. Nicht alle, aber die meisten. Und das ist natürlich sehr, sehr hilfreich auf alle Fälle. Wenn ich noch mal eine Nachfrage stellen darf, ist meine Beobachtung richtig, dass sozusagen zu erfolgreichen Breitenmobilisierungen es eigentlich bewahrender Themen bedarf? Wir haben jetzt über das Technische gesprochen, es gibt ja auch noch eine inhaltliche Variante. Wir sehen die Euro-Krise, die großen Konflikte um Spanien, Portugal, direktdemokratische Konflikte, die das ja sind. Wir hatten jetzt mit den Blockupy-Protesten zwar in Frankfurt einiges auf der Straße, eher eine andere Form eines transnationalen europäischen Bündnisses. Aber mein Eindruck ist, dass wenn, Stichwort Atomkraft, wir sozusagen zu erfolgreichen Massenmobilisierungen kommen wollen, dass es letztlich immer nur geht in einem Bündnis, was sehr anschlussfähig ist in konservative, sozusagen wertkonservative gesellschaftliche Spektren, die letztlich bewahrender Natur sind. Und das ist ja bei TTIP eigentlich ähnlich, bei der Wasserprivatisierung, da geht es darum, dass uns jemand was wegnehmen will, was bislang so schön ist und was wir aber behalten wollen. Ist das richtig oder können Sie sich auch vorstellen, dass man mit anderen Themen zu solchen Erfolgen kommen kann? Ich glaube schon, dass es für Kampagnen immer hilfreich ist, zumindest einen Gegner zu haben. Ein Gegner ist immer gut, den haben wir hier. Und eine Kampagne, die erstmal etwas abwehren will, tut sich auch etwas leichter, weil es immer schwieriger ist, einen positiven Konsens zu formulieren. Obwohl mir ehrlich gesagt dieses konstruktive, positive Arbeiten eigentlich mehr liegt, ist es aber für Kampagnen tatsächlich hilfreicher, wenn man schlicht und ergreifend Nein sagen kann oder Stop TTIP sagen kann. Ja? Wobei natürlich immer auch aus diesem Nein-Sagen heraus auch der politische Raum dann entsteht und dann auch Freiraum für Alternativen und Visionen zu entwickeln. Das ist natürlich ganz, ganz entscheidend. Ich würde aber nicht so weit gehen, um zu sagen, dass das immer notwendig ist, um eine erfolgreiche Kampagne zu machen. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, mal ein aktuelles Thema zu nehmen, dass man jetzt bei der Frage von Flüchtlingshilfe im Mittelmeer, Seenotrettung, dass man da auch was auf die Beine stellen könnte. Das würde ich nicht von vornherein ausschließen. Bei der Euro-Krise ist es insofern vielleicht ein bisschen schwierig, weil da die Betroffenheit sehr disproportional ist. Ja, es sind einige Länder, die schwer leiden und einige Länder, denen es gut geht. Ja, in einem dieser Länder sitzen wir gerade. Und da ist es natürlich schwieriger zu mobilisieren, auch wenn interessanterweise ja die Proteste, also die sichtbaren Proteste in Frankfurt, Blockupy, stattfinden, die auch nicht ganz klein sind.
Aber es sind sicherlich keine riesigen Massenproteste, mit denen man wirklich europaweit wirklich die Verhältnisse zum Tanzen bringt. Ja, es ist leichter, wenn man Nein sagen kann, wenn man einen klaren Gegner hat, aber letztendlich, wenn ich sehe, welche Volksbegehren beispielsweise in Deutschland erfolgreich waren, zum Beispiel in Hamburg ist es ja gelungen, sich für die Rekommunalisierung der Energieversorgung auszusprechen. Gut, da hatte man Vattenfall als Gegner, das ist auch nicht schlecht. Wir in Berlin haben es mit dem Energievolksentscheid ja auch fast geschafft. Ich bin mal gespannt, wie das Mietenvolksbegehren laufen wird in Berlin. Ich rechne denen relativ gute Erfolgschancen aus. Und das ist ja eigentlich auch eine sehr konstruktive Sache, weil die sagen ja nicht Nein zu irgendwas, sondern die wollen wirklich halt die Situation der Mieterinnen in Berlin verbessern mit einem sehr komplexen Gesetzentwurf. Auch ein Gesetz, sehr wichtig. Also klar, es ist ein hilfreicher Faktor, aber es ist nicht der einzige. Danke erstmal, vielen Dank. Herr Scholz, Sie sitzen da jetzt, ich weiß nicht, muss man Sie da eigentlich bedauern für in diesem Ausschuss für internationale Handelsangelegenheiten auch, ja, muss man Sie dafür eigentlich bedauern? Glaube nicht. Also ich finde schon, dass man als Linker in sogenannte harte Ausschüsse rein muss. Also wie wollen wir sonst Alternativen entwickeln, bestimmten Vorhaben einen Riegel vorschieben, wenn man sich nicht in den Ausschüssen auch konkret und exzit platziert und da versucht sozusagen auch für Vorschläge, Antworten, die wir entwickeln und in den Raum stellen, in den sogenannten europäischen Raum, dann auch sozusagen den außerparlamentarischen Begleitprozess damit anschieben kann oder anschieben muss. Denn nur so stark wie die Straße ist, wird letztendlich auch ein Parlament entscheiden. ACTA-Abkommen war so ein Beispiel dafür, dass also durch das enge Zusammenwirken zwischen Parlament und einer sehr aufgeschlossenen, kampfbereiten, sage ich jetzt mal so, Öffentlichkeit, es gelungen ist, dieses ACTA-Abkommen abzulehnen. Also da hat dann auch die Arbeit im Ausschuss ist dann sehr verantwortungsvoll, macht auch Spaß, weil deutlich wird, jawohl, wir können agieren als Linke auch in einem sehr konkreten und sehr komplizierten politischen Umfeld. Vielleicht können Sie das mal beschreiben in Bezug auf TTIP. Wie machen Sie das denn? Also wie gehen Sie zur Bewegung? Wie kriegen Sie die ins Boot für Anlässe oder für etwas, was Sie im Ausschuss beschäftigt? Oder warten Sie darauf, dass eine bestimmte kritische Masse erreicht ist, die zu Ihnen kommt? Also ich will sagen, sind das ganz konkrete Bezugspunkte? Ist das eher so ein Hintergrundrauschen in der öffentlichen Wahrnehmung? Nee, der Parlamentarier sitzt ja nicht da in irgendeinem Elfenbeinturm oder ist nicht sozusagen verortet in den Gesellschaften, also sowohl national wie auch lokal, wie auch dann sozusagen im EU-Rahmen oder im europäischen Rahmen. Und bevor ich vielleicht zu TTIP komme, will ich ein ganz aktuelles Kampffeld beschreiben. Wir haben gegenwärtig eine Gesetzgebung in der Pipeline, wie man so sagt, zu den sogenannten Konfliktmineralien. Das heißt, inwieweit werden Unternehmen in der gesamten Lieferkette, Produktions- und Lieferkette von der Extraktion aus dem Boden bis hin zur Verarbeitung im Hütten und so weiter, von Mineralien aufgefordert, verpflichtet, dass aus ihrer Produktion keine Konflikte kriegerischer Art finanziert werden können und sollen. Das geht insbesondere um vier Mineralien, darum dreht sich jetzt der gegenwärtige Kurs. Das sind die sogenannten 3TG, also Tantalum, Zinn, Titan und Gold, die insbesondere in dem Gebiet der großen Seen der Republik Kongo in Afrika extrahiert werden. Und wo also sehr viele Unternehmen dann weltweit sozusagen in der Folge auch beteiligt sind bei der Weiterverarbeitung von Mineralien aus diesem Gebiet. Und die Milizen finanzieren ihren Krieg aus dem Verkauf der Materialien. Manche kennen vielleicht den Kimberley-Prozess, da geht es um die Blutdiamanten. Also wir haben verschiedene solche Fragestellungen. Und auch beim Kimberley-Prozess ist es gelungen, durch das Zusammenwirken zwischen NGOs,
zwischen aufgeklärter Öffentlichkeit in den Ländern selbst, um die es geht, aber eben dann eben auf der internationalen gesetzgeberischen Ebene einen strikten Mechanismus zu entwickeln. Gut, der stagniert ein bisschen. Jetzt geht es um das Neue, geht es also um diese Konfliktmineralien aus dem Gebiet. Und der Hauptdebattenstoß ist, werden Unternehmen verpflichtet per Gesetz, also Rahmen, wie der Berliner Wassertisch es vorgemacht hat, oder aber ist es eine freiwillige Selbstverpflichtung von Unternehmen? Das wird insofern spannend, wir kommen nämlich zu TTIP über diese Linie auch noch, weil in den USA über den Dodd-Frank Act es eine verbindliche Vorschrift für amerikanische Unternehmen oder von internationalen Unternehmen auf dem amerikanischen Markt gibt, nachzuweisen, dass sie nicht über sozusagen die Beteiligung an der Förderung und der Weiterverarbeitung der Mineralien zur Finanzierung des Konflikts in der großen Seen gibt. Die EU-Kommission hat einen Vorschlag auf den Tisch gelegt, der sozusagen die freiwillige Selbstverpflichtung beschreibt. Und jetzt geht das Ringen im Parlament darum, wie weit können wir die Unternehmen verpflichten. Die Mehrheit im Handelsausschuss war natürlich für die Freiwilligkeit, möglichst keine zusätzlichen Hürden aufbauen. Man soll ja viel zu sehr die Bürokratie aufblasen und. Also jede Menge Gründe aufgezeigt, warum es nicht geht. Allerdings sozialdemokratische, grüne und linke Abgeordnete und die Abgeordneten der Fünf-Sterne-Bewegung aus Italien. Wir haben eng zusammengearbeitet und praktisch über ein halbes Jahr mit den Nichtregierungsaktionen, also mit der Bewegung versucht, Argumente zu erarbeiten, Beispiele deutlich zu machen, die Öffentlichkeit mitzunehmen, um zu sagen, jawohl, der Druck ist notwendig, damit wir eine reale Veränderung hinsehen. Und ich habe extra nochmal mitgebracht, einen Artikel aus der International New York Times vom Freitag, wo Denis Mukwege, Sacharow-Preisträger der EU, Dezember 2014, ein Arzt aus Kongo, der ausgezeichnet wurde vom Europäischen Parlament mit Applaus von allen Fraktionen für seine Arbeit im Kampf gegen Genitalverstümmelung von Frauen und der Vergewaltigung von Frauen von Banden aus Konfliktgebieten sozusagen sich stark gemacht hat. Und für diesen Kampf hat er sich eingesetzt. Und der schreibt ja zu diesen Konfliktmineralien. Also es ist in der internationalen Öffentlichkeit dran und wir brauchen eben, um die Frage zurückzukommen, immer diese konkrete Zusammenarbeit. Das heißt, wir suchen auch das Gespräch mit NGOs dazu arbeiten. NGOs kommen zu uns, Parlamentarier sind offen. Man könnte auch sagen, das ist die positive Lobby, die uns da bearbeitet. Aber das ist sozusagen, finde ich, notwendig. Wir arbeiten mit Gewerkschaften zusammen und so haben wir bei TTIP schon vor der Mandatserteilung im Frühjahr 2013 mit dem internationalen Netzwerk von Gewerkschaften, die eine gemeinsame Arbeitsgruppe und zwar von beiden Seiten des Atlantiks aufgestellt hat, ETUC und AFL-CIO, zusammengearbeitet, auszuloten, wie seht ihr das, welche Erwartungen habt ihr, was erwartet ihr eigentlich von den Verhandlungen. Wir haben seitdem mit dem Netzwerk Seattle to Brussels zusammengearbeitet von Anfang an, weil uns schon klar ist, TTIP ist weit mehr als ein Freihandelsabkommen. Hier geht es um die Schaffung eines gemeinsamen Marktes über den Atlantik hinweg und um den Versuch der Aufrechterhaltung der Vorherrschaft von EU und US-amerikanischen sozusagen ökonomischen Strukturen über die Weltwirtschaft. Vielen Dank. Das Beispiel, was Sie genannt haben, ist ja ganz interessant, weil es so konkret ist und weil man sich auch leicht vorstellen kann, dass es dazu einige NGOs gibt, die da sehr präzise Arbeit zu der Frage Gold, Anbau, Abbau und so weiter gibt. Ich stelle mir das aber so vor, dass das hochexpertisenhafte Gruppen sind, also einige wenige Spezialisten, die es dazu in Europa gibt. Das ist ja genau anders als TTIP, nicht sozusagen für eine breite Massenmobilisierung geeignet, will ich nicht sagen, aber zumindest sieht man das so nicht. Und meine Frage an Sie wäre, wenn Sie jetzt mal aus dem Parlament rausgucken, aus Ihrer parlamentarischen Arbeit, zurück zu der Frage, gibt es einen, sehen Sie da schon sowas wie einen europäischen Raum von unten? Was antworten Sie dann jetzt nicht in Bezug auf Ihre Arbeit im Parlament, sondern auf das, was Sie sehen, sozusagen mit Blick in die europäische, ich sage jetzt mal, in einen europäischen Raum von unten?
Ich würde mich da dem Michael Öffler anschließen. Ich sehe den europäischen Raum so noch nicht. Weil es gibt zwar einen europäischen Raum abstrakt, aber in der Wahrnehmung, in der Selbstwahrnehmung, in der Selbstaktivierung von Akteuren ist der europäische Raum schwach. Vor allen Dingen auch deshalb, weil oft der Bezugspunkt eben nicht EU-weit gesehen wird, um es konkreter zu sagen mit europäisch, sondern national. Und die Frage auch ist, nicht nur bei Parteien, sondern auch bei Initiativen, Bewegungen, dass zu oft die Alternative zu dem neoliberalen Dilemma unserer Zeit in einer nationalen Antwort gesehen wird und eben nicht europäisch. Und deshalb zu wenig bedacht wird, was hat denn jetzt der Berliner Wassertisch, das ist eigentlich ein gutes Gegenbeispiel, aber um deutlich zu machen, was hat eigentlich mein Lohnarbeitsverhältnis als Gewerkschafter mit dem in Portugal, mit dem in Estland und dem in Irland zu tun? Wie soll also ein soziales Europa aussehen? Also denkt sozusagen die Bewegung oder denken wir in den Bewegungen auch über solche Fragen eigentlich nach? TTIP, finde ich, ist deshalb die spannendste Herausforderung seit Jahren, weil es eben kein Freihandelsvertrag als solcher ist, sondern es ist die Neuorganisation von Produktion und Konsumtion. Und wie wir produzieren und wie wir konsumieren wollen, heute und morgen, ist die eigentliche Fragestellung an die Bewegung, wie sie dann europäisch im europäischen Raum eine Antwort gibt. Insofern würde ich sagen, wir sind am Startpunkt in die Richtung. Vielen Dank dafür erstmal. Ich würde vorschlagen, dass wir gleich auch logischerweise nochmal auf das TTIP kommen, aber von Ihnen, Frau Drescher, würde ich jetzt erstmal eigentlich in der Folge, da liegt ein Mikrofon, das funktionieren sollte, in der Folge, dessen, was Sie da angesprochen haben, regional versus transnational oder national versus europäisch mit Ihnen auf diesem Pfad bleiben. Das ist ja ein Konflikt, der eigentlich ambivalent ist, denn wir sagen ja auch, Think Global, Act Local. Wir gehen eigentlich ran an die immer wieder an die lokalen Initiativen und wollen, dass die Leute sich lokal betätigen in Deutschland mit unserem föderalistischen System. Ja, sozusagen bewirken wir das aus guten Gründen. Ist es eigentlich überhaupt ratsam, einen europäischen Raum als homogenen Raum von unten zu denken? Oder ist es nicht vielleicht sogar falsch, das anzustreben und direkt zu sagen, wir beschränken uns darauf, immer wieder verschiedene Teilsphären, sage ich jetzt mal, sozusagen zu denken. Ja, also ist sozusagen die Idee eines europäischen Raums, ich will jetzt nicht übertreiben, aber sozusagen ist ja auch so eine deutsche Idee von großen homogenen Räumen. Ja, also ist das eigentlich was weiterbringend ist? Ich weiß nicht, ich würde vielleicht kurz beginnen wollen im ganz kleinen regionalen und dann rübergehen so zu der Frage eines europäischen Raums von unten und auch gerade in Bezug auf TTIP. Inwieweit ist es sinnvoll, auch das als homogenen Raum zu sehen oder darauf hinzuarbeiten? In Österreich haben wir im Jänner 2014 begonnen mit der TTIP-Kampagne. Ganz klassisch, in Österreich ist es fast schon traditionell, dass Sachen meistens so ein bisschen von Wien ausgehen. Dort haben wir ein breites Bündnis aufgestellt, das am Anfang gar nicht so breit war. Es waren eigentlich eher so diese kleineren NGOs, die gesagt haben, okay, gut, wir müssen was machen, wir müssen auch beginnen und im Notfall auch, bevor die großen Akteure und Akteurinnen, wie zum Beispiel der Österreichische Gewerkschaftsbund oder auch die Parteien an Bord kommen, weil wenn nicht jetzt, wann dann? Was sehr spezifisch war an der TTIP-Kampagne, ist, dass es sich sehr, sehr schnell regional ausgeweitet hat. Also wir haben bis zu den Europawahlen im Mai fast 400 Veranstaltungen gemacht in ganz Österreich und das eben ganz bewusst nicht nur in den großen Städten, sondern wir waren in kleinsten Dörfern in ganz Österreich, in Tirol, in Vorarlberg, in Kärnten, in Niederösterreich und haben uns aber vorher auch immer spezifisch angeschaut, was sind die Kämpfe vor Ort. Also wir haben zum Teil in Österreich Gemeinden, die von Fracking bedroht sind, wo es ganz starke Bürgerwiderstände gibt und Bürgerinnenwiderstände gegen Fracking. Oder wir haben stark landwirtschaftlich geprägte Gemeinden, die da eine Problematik haben. Dann die Frage von Industriestandorten wie Linz.
Und ich finde, das war halt sehr, sehr spannend, wie man gesehen hat, wenn man die Menschen, und das kann man mit TTIP sehr gut, da abholt, wo sie stehen. Also wirklich die klassische Politik der ersten Person. Also was sind die Dinge, die die Menschen dort betreffen, die sie dort interessieren, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt gewesen. Es gibt inzwischen jetzt in jedem Bundesland, außer in Kärnten, eigene TTIP-Stoppen-Kampagnengruppen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und vielleicht da nochmal weiterzugehen, dann auf die europäische Ebene. Ich glaube, dass es immer wieder wichtig ist, was wir jetzt auch, ich war mit Michael jetzt gerade in Sofia vor 2 Wochen, glaube ich, dass es total wichtig ist, dass bestimmte Kampagneninstrumente und bestimmte Kampagneninhalte, die bei uns in Österreich funktionieren oder vielleicht auch in Deutschland oder in Frankreich, in Osteuropa nicht in dieser Form funktionieren können. Einerseits ist es total wichtig, sich gegenseitig untereinander auszutauschen, zu sagen, hey, was hat bei euch funktioniert? Wie können wir auch einen Wissensaustausch machen? Woran arbeitet ihr? Woran arbeiten wir? Aber man muss, glaube ich, immer sehen, wo sind spezifische Herausforderungen für spezifische politische Kontexte? Also Griechenland, auch um das noch erwähnt zu haben, hat einen ganz anderen Kontext im Zuge der Krise, im Zuge von jahrelanger Austeritätspolitik. Die lachen uns manchmal ein bisschen aus, wenn wir sagen, wir machen Kampagnen zu öffentlichen Dienstleistungen. Die sagen, TTIP ist bei uns schon passiert. Also so diese Frage, wie können wir gemeinsam kämpfen und wie können wir gemeinsam einfach auch Inhalte entwickeln. Und ich glaube, das ist der Weg zum politischen Raum von unten, so ein bisschen einerseits die Diversität wahrzunehmen, immer wieder Gemeinsamkeiten zu suchen und sich dauerhaft zu vernetzen und Organisationen zu gründen auch. Zu dem, was Sie beschreiben, ich finde das sehr hochinteressant, weil Sie ja im Prinzip diese Mittlerposition beschreiben, die Sie offenbar wahrnehmen, in diesen Orten vor Ort zu sein, genau zu wissen, was bei denen läuft, aber dann ja auch den Transfer zu machen, keine Ahnung, nach Athen, nach Sofia, in die verschiedenen anderen Länder. Um das machen zu können, bedarf es ja vor allem erstmal Ressourcen. Das heißt, man braucht Kohle und Zeit, um ins Flugzeug zu steigen und durch die Gegend zu jetten. Wie ist denn da so die Struktur der europäischen Ressourcen? Jetzt im Hinblick auf TTIP stelle ich mir vor, dass sich da schon genug große Organisationen reingeschmissen haben, also dass der kritische Punkt erreicht ist, wo plötzlich unbegrenzte Ressourcen da sind angesichts eines möglicherweise erfolgreichen Kampfes. Vielleicht können Sie das einfach mal beschreiben, also wo Sie da an Ihre Grenzen kommen und wo sozusagen diese Ressourcen stehen und herkommen. Wer bezahlt das? Also ich bin von der TAC Österreich, wir haben Ressourcen, aber wir haben keineswegs unbegrenzte Ressourcen. Ich meine, also eher das Gegenteil, uns fehlen immer wieder Ressourcen. Es gibt inzwischen eine ganz gute europäische Struktur des Austausches und der Solidarität halt auch. Man sieht jetzt zum Beispiel, dass in Deutschland gibt es halt Campact zum Beispiel. Da gibt es diese großen, wirklich riesigen Organisationen, die haben wir in Österreich nicht. Also wir haben in Österreich den ÖGB, der sich aber sehr, sehr schwer tut, NGOs zu finanzieren oder auch Reisekosten zu tragen. Deswegen ist die Rosa-Luxemburg-Stiftung zum Beispiel für uns extrem wichtig. Also wir als ATTAC, als Organisation, hätten uns das wahrscheinlich jetzt nicht so leisten können, dass ich zum Beispiel heute hier sprechen kann. Deswegen ist es super. Und ich denke halt auch, man sieht trotzdem immer noch bei den europäischen Treffen, dass es eine Unterrepräsentation gibt, zum Beispiel aus Süd- und Osteuropa. Und da muss noch mehr passieren, meine ich. Also selbst wenn in den westlichen, in Anführungszeichen, Ländern der Europäischen Union viele Ressourcen da sind, glaube ich, braucht es auch einen Transfer dieser Ressourcen in andere Länder, wo die Kampagnen einfach noch relativ am Anfang stehen und eben dort, also was ich jetzt auch in Sofia gehört habe, dort sind fast keine finanziellen Mittel vorhanden und die sind sehr angewiesen zum Beispiel auf Finanzierung durch die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und ich glaube, da müssen wir uns auch wirklich überlegen, weil Politik kostet halt auch Geld, wie du sagst, also rumjetten in der Welt ist halt auch immer so die Frage, kann man sich das leisten oder kann man sich das nicht leisten? Und bei den Brüsseler Treffen, glaube ich, muss man sich da auch noch weiter überlegen, wie man mehr Menschen auch die Partizipation ermöglichen kann. Da kommen wir vielleicht zu Herrn Effler. Über diese Frage denken Sie ja seit langem nach. Ich richte nochmal die gleiche Frage an Sie, einfach eine Einschätzung zu machen, was die Institutionen angeht, die sozusagen aus der Zivilgesellschaft auf europäischer Ebene tätig sind und sein können. Aber dann müssen wir natürlich auch darüber reden, welche institutionellen Veränderungen es gibt und welcher es bedarf, um das einfach noch viel stärker zu ermöglichen, als es bislang der Fall ist. Da haben Sie ja einige Ideen zu. Meinen Sie jetzt in Bezug auf Ressourcen oder generell auf
politische Kampagne. Auf politische Teilhabe und politische Kampagne. Okay, also vielleicht auch noch mal kurz zum Ressourcen. Ja, das stimmt, dass es ein großes Ungleichgewicht gibt in Europa, was die Ressourcensituation angeht, überhaupt was den Zustand der Zivilgesellschaft angeht, gibt es ein wahnsinnig großes Gefälle. Deswegen sind wir auch bei der Stop-Tite-Kampagne dazu übergegangen, dass wir einige unserer nationalen Allianzen, vor allem in Osteuropa, auch finanziell unterstützen. Also zum Beispiel die Bulgaren oder auch die Rumänen und so weiter. Da kann man dann ja auch mit, aus jetzt deutscher Perspektive, mit relativ wenig Mitteln eine ganze Menge dann auch erreichen. Das ist ja dann auch ganz gut. Was jetzt TTIP aber angeht, muss ich schon sagen, da bin ich auch selber etwas überrascht, es ist eigentlich relativ einfach, an Ressourcen ranzukommen. Das ist zumindest meine Erfahrung, ich weiß nicht, wie es euch so geht. Aber sowohl die Spendenbereitschaft, vor allem in Deutschland, ist relativ hoch bei dem Thema. Und es gibt auch eine Reihe von Stiftungen, nicht nur die Rosa-Luxemburg-Stiftung, auch einige andere, die auch hier bereit sind, mitzufinanzieren. Von daher war es auch für uns, unter dem auch im Bündnis, das wir aufgestellt haben, haben wir auch relativ einfach Ressourcen mobilisiert. Deswegen waren wir auch in der Lage, jetzt quasi zwei Campaigner anzustellen, die auch 2 Jahre lang an dem Thema arbeiten. Also das geht schon, aber ich glaube, das ist auch wirklich relativ einzigartig, weil das Thema eben auch so zieht. Wenn ich da kurz nachfragen darf, war das denn von Anfang an der Fall oder wo war der Punkt, wo Sie gemerkt haben, jetzt sprühen die, jetzt läuft sozusagen, jetzt läuft auch das Geld, haben Sie die Organisation begriffen? Also mir war von Anfang an klar, wenn man eine europaweite Kampagne machen will, dann geht das nur so, dass man dafür Campaigner hat, die dafür bezahlt werden. Also mit ehrenamtlicher Arbeit alleine, so wichtig die ist, ist es nicht möglich, eine europaweite Kampagne zu führen. Das geht nicht. Zumindest keine, wo man das Ziel hat, 1 Million Unterschriften zu sammeln. Und das habe ich auch relativ klar gesagt am Anfang, als wir uns darüber unterhalten haben. Und das haben alle anderen auch so gesehen. Und es war, ich weiß noch genau, in der ersten Runde von deutschen NGOs, wo wir darüber gesprochen haben, diese Kampagne hochzuziehen, haben wir dann auch die Frage gestellt, wer ist denn bereit, da Geld reinzugeben? Und erstaunlicherweise gingen dann doch relativ viele Finger nach oben, was Campact angeht, was BUND angeht, auch was Attac Deutschland angeht, auch Mehr Demokratie, sodass aus diesem Nukleus schon eine Menge Geld zusammenkam. Aber dann haben wir eben im Verlauf der Kampagne eben auch relativ viel über Spendenwerbungen gemacht. Und es geht mittlerweile auch ganz gut europaweit. Also man kann auch europaweit dafür Spenden einwerben. Nun aber zu der eigentlichen Frage. Das Schöne ist ja, wir haben zwar jetzt diese europäische Bürgerinitiative, aber ich will das nochmal wiederholen, es ist ein relativ schwaches Tool. Also man kann mit der europäischen Bürgerinitiative lediglich die Kommission auffordern, tätig zu werden. Die Kommission ist nicht verpflichtet, tätig zu werden. Sie hat bisher 3-mal mehr als 1 Million Unterschriften auf den Tisch bekommen. Bei Right to Water hat sie es mehr oder weniger ignoriert. Da war der große Erfolg schon während der Sammlung, also der Verzicht auf die Wasser. Liberalisierung war während der Unterschriftensammlung, aber danach, als dann die Unterschriften eingereicht waren, es ging ja noch um die Frage, ob Wasser auch als Menschenrecht anerkannt wird, hat die Kommission einfach gesagt, das ist nicht unsere Zuständigkeit, sie macht gar nichts. Anderer Fall, das werden wir sicherlich politisch anders bewerten, war die Initiative One of Us, wo es um strenge Regulierung von Stammzellenforschung, Abtreibung und so weiter geht, hat die Kommission auch gesagt, macht sie nichts. Und jetzt kommt die nächste Sache, die wir wahrscheinlich wieder besser finden, nämlich Stop Vivisection, das heißt ein Verbot von Tierversuchen auf europäischer Ebene. Bin ich mal gespannt, was da draus wird. Das heißt, bisher ist eigentlich nicht so fürchterlich viel institutionell erreicht worden. Das ist auch relativ klar, das Instrument hat zu wenig Druckcharakter. Das ist eben der große Unterschied, das kann man ja schön sehen, hier in Berlin an den ganzen Volksbegehren, weiß eben das Abgeordnetenhaus, weiß der Senat, wenn wir eben nicht zumindest verbal oder so tun, als wenn wir einlenken, dann kriegen wir halt einen Volksentscheid und dann müssen wir eben das machen, was die wollen. Und das brauchen wir natürlich auch auf europäischer Ebene. Das mag vielleicht ein bisschen Zukunftsmusik sein, ist es auch, aber ohne verbindliche, direktdemokratische Rechte auf europäischer Ebene werden wir diese Druckmöglichkeit nicht erzeugen. Da bin ich mir absolut sicher. Die brauchen wir so notwendig wie die Luft zum Atmen. Wir brauchen es auch auf deutscher Bundesebene natürlich, aber wir reden jetzt ja über Europa. Es gibt so viele Themen mittlerweile, die auf europäischer Ebene liegen, da gebe ich Helmut Scholz auch recht, dass wir in unserer politischen Arbeit noch viel stärker schauen müssen, wo können wir auch europaweit ansetzen und nicht nur national. Aber dafür brauchen wir eben auch noch weitere Instrumente. Wir brauchen auch übrigens ein stärkeres europäisches Parlament. Das Parlament hat ja noch kein Initiativrecht, auch das wäre sehr, sehr wichtig. Ich fände es auch besser, wenn eine europäische Bürgerinitiative nicht von der Kommission behandelt wird, sondern vom Parlament. Also das sind alles Reformen, mir fallen noch 1000 andere ein, aber wirklich das Parlament stärken halte ich für ganz zentral und eben europaweite Volksbegehren und Volksentscheide einführen. Das sind Reformen, die wir brauchen. Dafür brauchen wir dann wiederum eine Änderung der europäischen Verträge.
Jetzt sagten Sie, Frau Wiesenau, mir gestern in einem kurzen Vorgespräch, das wir geführt haben, dass es auch im Prinzip so eine kritische Schwelle gibt, wie oft man die Leute so zu den Wahlurnen schicken kann, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Vielleicht können Sie das nochmal konkretisieren. Also ich hatte es so verstanden, dass Sie sagen, das ist zwar alles prima mit den Volksbegehren, Volksentscheiden, Unterschriftenlisten, aber irgendwann müssen die Leute auch mal aufhören, durch die Gegend zu laufen, sondern sich wieder, ich weiß nicht, um was kümmern, um ihren Kühlschrank oder um ihre Arbeit oder um ihr demokratisches Engagement. Vielleicht können Sie noch mal konkretisieren, was Sie da einwenden würden. Ich kann Michaels Aussagen nur vollständig unterstützen. Unsere Erfahrung ist zudem, der Druck, der entsteht, ist auch das einzige Instrument, das wir zunächst am Anfang von vielen Aktionen haben. Und über den Druck muss es uns aber gelingen, Instrumente der Demokratie europaweit und national weiter zu installieren. Also zum Beispiel bundesweit die Möglichkeit, auch Gesetze zu machen, wie es hier in Berlin der Fall ist seit einigen Jahren. Es muss zu einer Ausformung der Instrumente der direkten Demokratie kommen, das auf jeden Fall. Aber bezüglich des dauernden Laufens zu Volksentscheiden sage ich dann auch, es müssen auch Gremien der direkten Beteiligung geschaffen werden. Und das war unsere Arbeit nach dem Volksentscheid. Es reicht nicht, einen Volksentscheid zu gewinnen, sondern man muss die neu gewonnenen politischen Räume auch aufrechterhalten und ausbauen. Unsere erste Initiative war die Gründung des Untersuchungsausschusses Klärwerk, ein direktdemokratischer Untersuchungsausschuss. Als das Parlament verweigert hatte nach der Rekommunalisierung, die Tatbestände dieser fatalen Teilprivatisierung zu untersuchen, haben wir gesagt, dann untersuchen wir selber. Und wir stellen die Ergebnisse dieses Untersuchungsausschusses der Öffentlichkeit und den Abgeordneten zur Verfügung. Über diesen aufgebauten Druck ist es zur Einrichtung des Sonderausschusses Wasserverträge gekommen. Wir haben gesagt, es reicht nicht, dass wir eine Rekommunalisierung haben. Sie ist gefährdet durch TTIP und andere Anfechtungen. Wir müssen schauen, dass direktdemokratische Kontrolle in die Betriebe kommt. Wir haben daraufhin den Berliner Wasserrat gegründet und haben im Moment die Wasserkarte in der Endphase ihrer Ausformung. Die wird demnächst verabschiedet. Wir wollen sie wie in Wien dann installieren lassen, die eben ökologische, soziale und demokratische Standards festschreibt. Und das ist das erste Produkt des Wasserrates. Der Wasserrat möchte zudem installiert werden bei den Berliner Wasserbetrieben, um zukünftig Teilprivatisierung, Privatisierungen auch unter dem Einfluss von TTIP und Konsorten zu verhindern und sicherzustellen, dass Fehlentwicklungen rechtzeitig erkannt werden und von unabhängigen Experten, von kompetenten Bürgerinnen und Bürgern und Initiativen und Organisationen rechtzeitig erkannt werden. Und das ist mein besonderes Anliegen, auch bei Gemeingut in Bürgerhand, solche Gremien der direkten Beteiligung jetzt zu schaffen. Und das könnte eben wirklich dann die Ernte dieser europäischen und nationalen Kampagnen sein, dass Bürger nicht mehr nur um die Blöcke laufen müssen für Volksentscheide, sondern daraufhin auch etwas Greifbares entsteht, was die politische Landschaft verändert. Die Instrumente der direkten Demokratie sind geeignet, die repräsentative Demokratie an ihren Schwachstellen abzustützen und zu ergänzen. Das ist mir eine ganz wichtige Aussage. Und dafür sind die Menschen auch auf die Straße gegangen, nicht nur wegen der Wasserpreise oder des Demokratieaspektes, sondern dass wir die politische Landschaft verändern können und einen neuen politischen Raum schaffen können. Und dann hat es sich wirklich gelohnt. Ja, der Applaus ist durchaus gestattet. Ja, ich denke, da können wir tatsächlich wahrscheinlich alle im Raum zustimmen. Wir haben jetzt auch schon einiges von Ihnen gehört, was so institutionelle Reformen betrifft, Reform der Europäischen Bürgerinitiative, eine Stärkung des EU-Parlaments, direktere Einflussmöglichkeiten auch in öffentlichen Unternehmen, wie Sie das nennen. Ich will aber trotzdem die Chance nutzen, da wir ja so viele hier heute am Tisch haben, die so viel Erfahrung
haben, über etwas zu reden, worüber Aktivisten eigentlich nicht so gerne reden, ist meine Erfahrung, nämlich über die eigenen Misserfolge. Und aber das, sehr gerne. Und das kein Problem. Und das aus einem Grund, weil man daran ja lernen kann. Und wenn es hier Leute sind, dann ja vielleicht auch, weil sie gerne so wissen wollen, wie sozusagen im eigenen politischen Umfeld, also worauf man besser verzichten sollte. Und insofern würde ich vorschlagen, dass wir, bevor wir dann gleich miteinander ins Gespräch kommen, noch mal eine kleine Runde machen, in der wir irgendwie reflektieren, was sind denn eigentlich Dinge, die man tunlichst unterlassen sollte, wenn man erfolgreich Kampagnenarbeit macht, oder was sind vielleicht Erfahrungen von Ihnen, an denen Sie gesehen haben, da sind Sie gescheitert, schade, da ist sozusagen das Wirken begrenzt. Ist das in Ordnung, wenn wir diese Runde noch mal kurz versuchen, also einfach ein paar Gedanken austauschen und dann miteinander irgendwie wieder nach vorne denken? Ich will jetzt nicht mit Ihnen in eine Depression verfallen, keineswegs, sondern im Gegenteil, ja, sozusagen Kraft nach vorne ziehen. Da würde ich gern erstmal einen anderen Teilnehmer sprechen lassen, nicht schon wieder ich. Ich habe es gedacht. Ich melde mich dann gern wieder zu Wort. So, Herr Effler, helfen Sie doch mal aus. Ja, natürlich. Das gehört ja zum Leben dazu, dass man mal Kampagnen gewinnt, mal verliert. Das ist ganz normal. Ich erinnere mich an eine Sache, da bin ich aber nur am Rande beteiligt gewesen, die nicht gut lief. Das war eine Kampagne, die unser Netzwerk auf europäischer Ebene Democracy International gemacht hat. Das Thema war die Durchsetzung eines europäischen Konventes, der Vertragsänderungen auf den Weg bringen, eine ganz große Demokratisierung der Europäischen Union quasi auf den Weg bringen. Das ist eigentlich eine gute Idee gewesen und finde ich immer noch gut vom Anspruch her. Aber das Thema ist aus meiner Sicht einfach nicht kampagnenfähig gewesen und ist es auch jetzt nicht. Und das ist ein Problem, wenn man meint, man hat selber ein gutes Thema, was man total wichtig findet, aber wenn es überhaupt keinen Bezugspunkt gibt zu politischen Entwicklungen oder irgendeinen Aufreger, den man hat, oder irgendeinen, wenigstens eine Chance, dass man irgendwo in eine politische Debatte reinkommt. Mein TTIP ist ja auch deswegen so gut, also jetzt kampagnenmäßig gesehen, weil man eben sieht, da läuft was, da wird verhandelt, das ist nicht irgendeine abstrakte Befürchtung, sondern es wird konkret verhandelt auf Basis eines Mandates, wo man sagen kann, auf Basis von Erfahrungen aus anderen Verträgen, da kann man sagen, das läuft in die Richtung, das ist schlecht. Aber wenn man halt ganz abstrakte, weitreichende Reformen anschieben will, wo überhaupt kein politischer Vorgang ist, dann kann man noch so viel gute Ideen haben und noch so viel, selbst so viel Geld haben. Das nützt dann alles gar nichts, wenn die Leute einfach nicht sehen können, was daraus entstehen kann. Also man muss wirklich einen politischen Bezugspunkt haben, am besten immer einen Vorgang in den Institutionen, an dem man anknüpfen kann. Also von alleine etwas aufs Gleis zu setzen, von unten, sage ich mal, ist ungeheuer schwierig. Das betrifft so eine inhaltliche oder auch eine Einschätzungsfrage. Gibt es da auch so technische Dinge, bei denen man so im Laufe der Zeit lernt, ah, das muss man so und so machen? Ich erinnere mich beispielsweise, dass ich aus dem Blockupy-Bündnis mal hörte, wenn wir eine Telefonkonferenz machen, haben wir nach Jahren gemerkt, dass man sie nicht morgens um 8, sondern erst um 11.30 Uhr und nicht montags, weil das in Griechenland nicht funktioniert. Also es gibt ja auch so technische Dinge, die einfach so in der direkten Zusammenarbeit Lernprozesse sind. Gibt es da Dinge, die Ihnen begegnet sind, oder ist das? Ja, klar, da gibt es, man lernt immer dazu, aber das ist nicht entscheidend. Also ich glaube, da haben wir auch alle, die jetzt ja ein paar Jahre lang politische Arbeit machen, genügend Erfahrungen, wobei ich auch immer wieder natürlich dann denke, so, oh Gott, zum Beispiel tatsächlich, dass es schon mal vorgekommen ist, dass man die Zeitzonen in Europa nicht berücksichtigt hat und dann nicht klar kommuniziert hat, wann die Telefonkonferenz anfängt, aber die deutsche Zeit kommuniziert hat, dann sind die Briten halt eine Stunde zu spät dran oder zu früh dran. Ne? Und das ist schon, aber das ist nicht. Gut, das ist klein-klein. Das ist klein-klein, ja. Sondern also die großen Fehler, die man machen kann, oder einen habe ich jetzt ja beschrieben, wirklich, wenn man meint, oder muss einfach gucken, hat das Thema genügend gesellschaftliche Relevanz? Es reicht nicht aus, überzeugt es einfach eine Idee, so schön das ist. Das alleine bringt nicht ein Thema zum Fliegen, sondern muss wirklich gucken, wo ist ein Anknüpfungspunkt gesellschaftlich oder auch institutionell, wenn man den nicht hat. Dann gerade auf europäischer Ebene ist es noch schwerer, was anzuschieben. Auf kommunaler Ebene ist es egal. Da kann ich einfach mit meinem Bürgermeister einen trinken gehen und da kann ich irgendwie eine Veranstaltung machen. Da kann ich auch ein Thema setzen. Da muss ich auch nicht viel Arbeit reinstecken. Das geht auch schneller. Aber auf europäischer Ebene, wo man dann erstmal anfangen muss, Ressourcen zu gewinnen, würde ich das wirklich nicht machen.
Vielen Dank. Herr Scholz, wenn Sie da, wenn Sie diese Frage hören und auch Ihre Arbeit sozusagen reflektieren, wo gibt es da Bereiche, haben Sie schon mal so eine Erfahrung gemacht, dass Sie an einem Thema dran waren, von dem Sie dachten, das muss doch jetzt eigentlich Druck erzeugen, aber es kommt nichts? Und sehen Sie da sozusagen, wenn Sie rausgucken, in Anführungsstrichen, ist ja ein bisschen falsches Bild, was ich da benutze, aber sehen Sie da Optimierungsbedarf in bestimmten Bereichen sozialer Bewegungen oder Kampagnen? Die Frage ist ja schon, wo verortet sich ein Parlamentarier in Zusammenarbeit mit der Bewegung und wie organisiert er das zusammen? Ich habe vorhin ein Beispiel genannt, wo es ganz erfolgreich gelaufen ist. Aber ich komme nochmal auf TTIP zurück, weil ich glaube, die eigentliche Herausforderung kommt erst noch. Weil ISDS leuchtet jedem ein. Ich will nicht sozusagen, dass die Investoren da die Regulatoren verklagen können, also wo immer sie angesiedelt sind, auf der EU oder auf der nationalen Ebene oder auf der Landesebene in Deutschland. Aber die eigentliche Stoßrichtung geht in Richtung regulatorische Zusammenarbeit. Das ist sozusagen die Entdemokratisierung einer Rahmengebung für das Funktionieren von Wirtschaft, wenn wir mal beim Markt bleiben. Wir müssen das, glaube ich, beschreiben, einfach nur, was das heißt mit dieser kooperativen Zusammenarbeit. Also im Rahmen der TTIP-Verhandlungen soll die gegenseitige Anerkennung der existierenden Standards, und zwar der Standards technischer Art, wie die Produktionskennzeichnung, Normung und so weiter aussieht, aber auch der sogenannten nicht-tarifären Handelshemmnisse, Umweltschutzgesetzgebung, Verbraucherschutz, Arbeitsstandards in beiden Märkten etc., die sollen gegenseitig anerkannt werden, die sollen nicht harmonisiert werden. Das heißt, im Zuge der Verhandlungen werden die existierenden Standards der USA und der EU miteinander verschränkt, mit bestimmten Anpassungen. Das wird, und das glaube ich sogar, dass die Kommission sich da durchaus der Herausforderung bewusst ist, dass sie den aktuellen Acquis Communautaire, also den gemeinsamen Besitzstand, wie die Gesetze, die Regeln in der EU funktionieren, nicht antastet. Sie schließen es aber nicht für die Zukunft aus. Und insofern soll über diesen gegenseitigen Anerkennungsprozess die Produktion verbilligt werden, damit der Wettbewerb verschärft, damit wird der Markt als Scharfrichter für die Unternehmen, für die Produkte, die miteinander auf dem Markt in direkte Konkurrenz treten, zugespitzt. Und da, wo Konflikte entstehen aus der heutigen oder aus der perspektivischen Sicht, da soll ein sogenannter Rat für Regulatur oder ein Buddy, wie Sie mal sagen, eine Körperschaft für regulatorische Zusammenarbeit die zukünftigen Regelungen setzen. Und das heißt, wir werden zukünftig nicht mehr parlamentarische Entscheidungsebenen in der Europäischen Union und in den Mitgliedstaaten als den dafür zuständigen, entsprechend unseren Verfassungen, Institutionen, sondern es wird sozusagen an eine technische Behörde von Beamten delegiert. Und in den USA wird von dieser Behörde aus technischen Strukturen heraus Vertreter entsandt. Und das ist sozusagen eine gewaltige Bedrohung der Demokratie und sozusagen der perspektivischen Entwicklung, weil wenn ein Mitgliedsland der Europäischen Union oder auch in der Bundesrepublik Deutschland ein Bundesland beabsichtigt, eine Verschärfung zum Beispiel von Umweltgesetzgebung zu erlassen, müssen sie ein Jahr vor Erlassen dieser Gesetzgebung diesem vorgesehenen Gremium die Informationen zu spielen, dann wird das Gremium darüber nachdenken, ob es denn eigentlich im Interesse des bilateralen Handels ist. Damit geben wir die Macht an die Unternehmen, an den Markt total ab. Und deswegen lehnen wir TTIP auch als Linke ganz eindeutig ab. Der zweite große, was überhaupt noch nicht in der öffentlichen Diskussion ist, es wird beabsichtigt, ein sogenanntes, weil man weiß, die Verhandlungen werden kompliziert, Living Agreement, ein lebendes Abkommen zu unterzeichnen. Das heißt, man macht eine allgemeine politische Absichtserklärung, es wird ein allgemeiner Vertrag aufgesetzt und die gesamten Fragen der Untersetzung in konkrete Punkte zu
sagen wir mal, zum Dienstleistungssektor oder zum Sektor des geistigen Eigentums oder wie es mit anderen Bereichen des wirtschaftlichen Alltags weitergeht. Das überlässt man dann den Institutionen. Und das heißt, hier wird auch die Öffentlichkeit ausgespart, selbst der Gesetzgeber wird ausgespart, weil keiner weiß mehr dann, was wird wann, wie, von wem, wo, warum entschieden. Und das ist auch Entdemokratisierung. Also das sind zwei Punkte, wo ich sagen würde, das muss jetzt mit den Bewegungen, die wir jetzt hier gerade am Tisch sitzen haben, besprochen werden. Wie kriegen wir denn so ein wirklich kompliziertes Themenfeld so runtergebrochen, dass es wiederum kampagnenfähig ist? Weil dann sind wir bei einer ähnlichen Herausforderung, wie es bei den europäischen Verträgen damals war, so komplex, so gewaltig, dass es nicht fassbar ist und damit auch den Bürger nicht mobilisiert in seiner Aktion. Ich will aber einen zweiten Punkt noch herausarbeiten, gerade nach den beiden Beiträgen vorher. Ja, wir agieren ja auch nicht als Bewegung, auch nicht als Parlamentarier, auf welcher Ebene auch immer, im luftleeren Raum. Wir sind also in einem komplexen gesellschaftlichen Diskurs drin. Und wenn es also eine europäische Bürgerinitiative gibt, die gegen Abtreibung mobilisiert, die für eine Verschärfung eigentlich der bisher lockeren, liberaleren Gesetzgebung auf EU- und nationaler Ebene in Bezug auf Recht von Frauen und Männern, gleichberechtigt, Gender, Demokratie etc., ich will die gar nicht weiter ausführen, jetzt diese Debatte, die wir im Europäischen Parlament angestoßen hatten, wo es einen Bericht gab, gegen den massiv, übrigens mit aller ornatorischen Fähigkeit, materiellen Untersetzung der AfD, europaweit mobilisiert wurde und eine sozusagen Bürgerinitiative, eine Kampagne gegenüber dem Abgeordneten entfacht wurde, diesen Bericht des Europäischen Parlaments zurückzuweisen und die Fragen der Entscheidungskompetenz zurück bitte auf die nationale Realität, wie sie in Spanien, in Irland, in Portugal war, zu dieser Situation. Und wir haben also eine Verschlechterung der Gender-Debatte in diesen Ländern vor dem Hintergrund des Drucks der katholischen Kirche, vor der Ablehnung sozusagen der Marktwirtschaft und ihrer Auswirkung auf gesellschaftlichen Diskurs in den Mitgliedstaaten. Wir haben also auch solche Fragen. Das heißt, wenn eine Bewegung einen solchen Bürger, eine direkt und partizipativ-demokratische Welle sozusagen lostritt, muss man immer wissen, was kann das Ende sein? Und ich will als Negativbeispiel noch bringen, auch die Frage zu der Möglichkeit, wie weltoffen sind wir als Gesellschaft, am Beispiel der Schweiz, wo auch durch direkt demokratische Entscheidungsmechanismen genau das Gegenteil zu dem rausgekommen ist, was vielleicht die eine oder der andere erhofft hat. Aber es ist sozusagen Ausdruck eines direkt demokratischen Abstimmungsvorgangs. Das heißt, wenn wir eine Initiative vorantreiben wollen, müssen wir auch sehen, wie begleiten wir eigentlich den gesellschaftlichen Diskurs dazu, wie bekommen wir mediale Aufmerksamkeit, wie kriegt man also die kulturelle Gegenhegemonie geschaffen, von der Gramsci mal gesprochen hat. Also das würde ich da gerne mit berücksichtigen, wenn wir auch von Erfahrung auf der EU-Ebene sprechen, von persönlich, sagen wir mal, eine Niederlage oder eine Negativerfahrung ist, dass das, was wir seit 5 Jahren im Europäischen Parlament sagen, guckt euch bitte die Entwicklung in Mittel- und Osteuropa an. Das, was dort abläuft, wird den gesellschaftlichen Diskurs in der gesamten EU bestimmen. Und ich erlebe gegenwärtig in dem komplizierten Verhältnis, in den Beziehungen zur Russischen Föderation, zu anderen östlichen Nachbarschaftsrepubliken, dass gerade sozusagen diese Realität, der politische Diskurs aus den zentralen und osteuropäischen Mitgliedstaaten der Europäischen Union geprägt wird. Und da haben wir zu wenig entgegenzusetzen und auch die Linke im Europäischen Parlament und darüber hinaus auch als Parteien in den einzelnen Mitgliedstaaten machen da viel zu wenig. Vielen Dank erstmal. Da haben Sie jetzt gleich eine ganze Reihe von Punkten genannt. Ich kann mir auch vorstellen, dass beispielsweise Herr Effler da einiges zu sagen hätte zum Stichwort direkte Demokratie, Anfälligkeit für Populismus, Schweiz und so weiter. Jetzt müssen wir allerdings auch ein bisschen auf die Uhr gucken. Frau Hering, bis wann dürfen wir hier eigentlich weiter diskutieren? Ich denke noch gut 30 Minuten und
Okay, kommt jetzt gleich keiner, der uns rausschmeißt. Wunderbar. Ja, ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, es wäre vielleicht schon gut, wenn wir auch miteinander noch ein bisschen ins Gespräch kommen. Sollen wir damit vielleicht einfach dann mal anfangen? Also es stehen jetzt einige Dinge im Raum. Ich würde gerne noch einen kleinen Nachtrag zum Thema Selbstkritik machen. Ganz wichtig finde ich, dass diese Kampagnen, diese ganze Planung auch weg von den bürgerlichen Mittelschichten geht. Es ist im Moment alles noch sehr mittelschichtenlastig und ich denke, da ist noch großes Potenzial, der politischen Räume von unten zu begründen über Menschen, die originär jetzt diese Organisation nicht bevölkern. Das haben wir beim Wasservolksentscheid auch gesehen. Wir haben dann auch ganz bewusst die Kleingärtnerinnen und Kleingärtner geworben und andere Organisationen, die so nicht verdächtig sind für Aktionen im politischen Raum. Und ich denke, da können wir noch weiter dran bauen und da müssen wir uns auch verbal und organisatorisch nochmal Gedanken machen, wie wir da weiterkommen können. Ja, vielen Dank. Es gab jetzt hier schon den Bedarf, glaube ich, auch was zu sagen. Ich würde mich auch freuen, wenn alle einfach ihre Gedanken mal kurz ein bisschen mitteilen, damit wir vielleicht noch mal eine Runde finden, die jetzt nicht nur von vorne ausgedacht ist. Wir haben hier so ein Mikrofon. Ist vielleicht für uns gut, um sie besser zu verstehen. Und ich möchte gerne betonen, dass es hier kein Fragendogma gibt, sondern dass man auch gerne einfach sagen kann, was man denkt. Das ist ja manchmal so schlimm auf Debatten, dass man nur fragen darf. Ich bin eigentlich nicht der gute Redner. Mein Name ist Andreas Krüger. Ich komme aus Frankfurt-Oder und bin auch Mitglied der Partei Die Linke. Und auch mein Name ist Andreas Krüger. Ich komme aus Frankfurt-Oder. Ich bin auch Mitglied der Partei Die Linke und auch in der kommunistischen Plattform als auch in der AG Betrieb Gewerkschaft. Und was mir auffällt und wie man mehr Öffentlichkeit schaffen kann, bestimmte Sachen, ist es, was ich auch als Schlussfolgerung gezogen habe, bestimmte alternative Medien fördern. Das ist ganz wichtig. Ich bin zum Beispiel Fördermitglied bei den linken, also eigentlich unabhängigen Medium Kontext TV, wo ich jeden Monat meine 15 Euro spende als Fördermitgliedschaft. Das ist meine konkrete Schlussfolgerung. Das gleiche auch bei dem Gewerkschaftsforum Lebernet Germany, wo ich da auch jeden Monat meine 5 Euro gebe. Und auch, wo ich jetzt demnächst, um eine andere Sache noch zu machen, wo ich demnächst in der Genossenschaft von der Jungen Welt eintreten werde, im Ende, Mitte, Ende diesen Jahres praktischerweise. Das heißt, es nutzt nicht nur, sich zu lamentieren und zu beschweren, dass man bestimmte Sachen nichts machen kann, man muss es konkret tun. Und das ist eine Sache, bewusste Entscheidungen treffen, um dass man bestimmte Sachen auch mehr in die Breite gehen kann. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und bei mir ist es dann so, ich muss ja heute noch zur Spätschicht bin ja bei der Deutschen Bahn tätig. Und was wichtig ist, auch hier bei der Bahn praktischerweise, was ja viele gar nicht wissen, also was auf europäischer Ebene läuft, praktischerweise diese Trennung von Schiene und der Betreibergesellschaften praktisch. Und das ist große Scheiße auf Deutsch gesagt hier, dass letztendlich praktischerweise jedes Einzelne dann privatisiert wird und offenen Raum gegeben wird. Ein Negativbeispiel war ja damals auch Großbritannien gewesen, wo praktischerweise bis im Jahre 2002 ja Haufen Unfälle passiert sind. Paddington war ja damals der Anlass gewesen hier, dass es dann praktischerweise in Großbritannien wieder die Netz wieder in staatliche Hand wieder kam. Und das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig auch, sage ich. Und deswegen sage ich auch immer wieder, man muss es auch tun, um in die Öffentlichkeit zu kommen, alternative Medien, bestimmte Sachen zu fördern und aktiv was zu machen. Und das ist ganz wichtig und sogar entscheidend in den nächsten Jahren. Es nutzt nichts, in den Mainstream-Medien zu schauen und so weiter, weil die vernebeln uns dermaßen und verdummen uns dermaßen. Das ist nicht mehr normal. Und bei den Ukraine wartet ja nun da anders, was eigentlich jeden hätten auffallen müssen. Deswegen diese Schlussfolgerung und weitermachen. Sie beschreiben, ich habe noch eine Frage an Sie, wenn ich fragen darf. Sie beschreiben gerade, was man so aus dem Alltag heraus tun kann.
das muss ich nicht wiederholen. Wie sind denn, haben Sie selbst etwa mit TTIP, haben Sie da unterschrieben? Ist das was? Ja, sicher, bei über Kampakt, na klar. Ja, okay, über Kampakt, aber das heißt, Kampakt ist da sozusagen. Über Plattform, die Internetgeschichte logischerweise, wenn man wenig Zeit hat durch meinen Schichtdienst praktischerweise bei der Bahn. Und ich gebe das immer auch in Gewerkschaftskreisen, wo ich da arbeite, von den Kollegen immer systematisch weiter, was geht. Ja, also das ist schon ein Beitrag, was man machen kann. Also einen kleinen, bescheidenen Rahmen bei mir. Ja, vielen Dank. Gibt es noch andere Wortmeldungen? Ja, bitte. Ich werde auf Englisch sprechen. So, hi, my name is Lucille, I'm working for ATTAC in France. And I'm Hallo, mein Name ist Lucille, ich arbeite für ATTAC in Frankreich, ATTAC in Frankreich. And I manage the TTIP campaign. Und sie macht dort die TTIP-Kampagne. I just had a very simple point. Ich habe einen ganz kurzen, einfachen Punkt. It's the fact that internationalism and solidarity are our values, and I think it's absolutely key in campaigns like TTIP. Dass internationale Solidarität und Vernetzung eines unserer Kernwerte sind und dass es eigentlich so das ganz Zentrale ist in Bezug auf TTIP. Because, for example, in France, there are two competing entities campaigning on TTIP. Weil in Frankreich gibt es eigentlich zwei große Gruppen, die zu TTIP kampagnisieren. One is the Front National, it's the right, and one is us. Eines ist die Front National, also die rechtspopulistische, rechtsextreme Partei in Frankreich, und die anderen sind wir. And if we win together and we kill TTIP? Und wenn wir gewinnen und TTIP besiegen? And at the end, it's a nationalist idea of national sovereignty and terrible values that also win. Wenn es am Ende eben die nationalistischen Werte sind und ein Rückzug auf nationalistische Positionen, dann... Then we're not better. Dann haben wir auch nichts erreicht. If we kill TTIP, but we end up with a stupid political situation. Wenn wir TTIP besiegen und gleichzeitig in einer katastrophalen politischen Situation enden. Which is why we keep on repeating again and again, and we put a lot of resources to bring that locally. Das ist, warum wir immer wieder betonen, dass wir auch in die Regionen gehen müssen. That that internationalism and solidarity are the reason why we're doing what we're doing, and that TTIP is only one battle among many. Und dass Internationalismus und Solidarität ganz das Zentrale ist und dass TTIP nur ein Kampf von vielen ist, den wir gewinnen müssen. Yeah. Yeah, please. Thank you very much. Hallo, Sven Rosig aus Berlin. Es gab gestern ja auch eine Debatte zu Alternativen zur Krise der Repräsentation. Da wurde unter anderem auch die Frage der Sprache oder Wirksamkeit der angewandten Sprache in der politischen Auseinandersetzung erwähnt, also die Verständlichkeit von Dingen, wenn man etwas in eine breitere Bevölkerung tragen möchte. Und ich glaube, es wird auch, oder diese Frage des Wordings und was man da alles nimmt, was nimmt, wendet man für Begriffe an und wie viele oder wie wenig Fremdworte oder Fachbegriffe aus dem eigenen Diskurs bringt man nach außen. Also ich will da sagen, man sollte sehr darauf achten, wenn man die Bevölkerungsschichten gewinnen will, die noch nicht sonst politisch aktiv sind, dass man ohne Primitivsprache anzuwenden, ja, oder irgendwelchen Proletkult anzuwenden oder sowas, um verständlich zu sein, dass man trotzdem versuchen sollte, immer wieder sich selbst zu kontrollieren, welche Sprache man dort anwendet und auf diese Weise überhaupt erst die Verständlichkeit erzeugt. Sonst nützen alle geistigen, sage ich mal, Leistungen und Feststellungen nichts, wenn man es nicht nach außen vermitteln kann. Das gilt, glaube ich, für jede Gruppe. Ging Ihnen das hier auf dem Podium heute auch so, dass Sie viel nicht verstanden haben? Ich frage nur ganz ernsthaft. Nee, in diesem Fall ist es bestimmt nicht so. Also ich konnte gut folgen, es okay, ist nicht die Sache, aber mir fällt es mal wieder auf. Also ich war mal früher ist gut, bis Ende vergangenen Jahres war ich Referent für Öffentlichkeitsarbeit in der Landtagsfraktion der Linken in Brandenburg, und da funktionierte das zwar auch nicht schlecht, aber trotzdem ist es so, dass ich gemerkt habe, dass institutionalisierte Dinge, die dort eine Rolle spielen, ein Eigenleben entwickeln in solchen Parteien, Fraktionen, überall, nicht nur da. Und dass die Sprache dort, also die verständliche Sprache, allzu schnell unter die Räder kommt, weil die Institutionen ihre eigenen Sprachen haben und alle Menschen, die dort arbeiten, durch den Druck und den Zeitdruck und den Entscheidungsdruck so befangen sind und so belastet sind, dass sie keine Zeit haben, schlichtweg ihre Sprache nochmal zu überprüfen zum Schluss, bevor sie nach draußen geht,
wo sie von den Leuten verstanden werden soll, an die sich eigentlich die Inhalte richten. Und deswegen müssen wir darauf extrem achten. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Kann ich was zynisch sagen? Ja, natürlich. Wir haben, wir gucken jetzt nochmal, dann sammeln wir vielleicht nochmal einmal. Ich darf darauf hinweisen, dass wir noch so 18 Minuten haben. Vielleicht sammeln wir nochmal ganz kurz alle Beiträge. Und wenn, ja, eigentlich will jeder noch mal was sagen. Wenn wir, das, also wenn einfach jeder von Ihnen sich möglichst kurz hält, dann kriegen wir das auch noch hin, würde ich sagen. Dann machen wir das jetzt vielleicht erstmal und dann machen wir noch mal hier eine kleine Runde. Ist das okay? Mhm. Matthias Pander aus Hannover, Mitglied der Linken. Ich beteilige mich auch an der Europäischen Bürgerinitiative und da habe ich ein paar konkrete Nachfragen. Und zwar, Michael, du hattest gesagt, dass 1,4 Millionen der Unterschriften online zusammengekommen sind. Da würde mich interessieren, welche Bedeutung haben dann eigentlich diese Aktionstage gehabt? Wir hatten ja letzten Samstag einen und im Oktober, glaube ich, letzten Jahres. Hat das eigentlich effektiv was gebracht? Weil ich meine, das ist ja auch immer mit Kosten dann verbunden, wenn wir da irgendwie Stände machen und so weiter. Da muss ich zugeben, dass ich eigentlich so die rechtlichen Rahmenbedingungen gar nicht so genau gekannt habe bisher. Ich habe auch den Leuten dann immer als Positivbeispiel, weil einige dann immer sagen, das bringt ja eh nichts so, das kommt sowieso, da brauche ich nicht unterschreiben, da habe ich immer als positives Beispiel die Bürgerinitiative zur Wasserprivatisierung genannt. Jetzt hast du ja auch gesagt, dass es eigentlich eben nur ein Initiativantrag dann irgendwie ist und die sich aber letztlich gar nicht damit beschäftigen müssen. Und vielleicht auch an alle dann nochmal die Frage, inwiefern schätzt ihr das als realistisch ein, dass TTIP und die anderen Freihandelsabkommen gestoppt werden können durch diese Bürgerinitiative? Vielen Dank. Vielleicht geben wir das Mikrofon nochmal hier vorne rüber. Dann war der Herr noch, wollte noch was sagen. Also schön, dass Sie von der Bahn da sind. Was mich wundert an der ganzen Stelle, gut, ich weiß, Bahnbedienstete haben wahrscheinlich keine Möglichkeiten, da zu intervenieren. Aber was mich wundert an dieser Bahngeschichte, PPP-Modell, England war Vorreiter, ja, und man hat festgestellt, ist richtig, ne? Ja, und man hat festgestellt, das war ein ganzes Desaster. Es war im Grunde genommen zur Scheiterung verurteilt und man hat das ja auch wieder rückgängig gemacht, dass trotzdem danach noch andere Länder hingegangen sind und haben die Bahn privatisiert, was für mich gar nicht vorstellbar ist. Das ist ganz einfach. Ja. Also es ist ja nur in Großbritannien nur eine Gesellschaft, die da verstaatlicht wurde. Alle anderen gehen ja weiter privat. Es geht ja nur um letztendlich geht es um Profitmaximierung. Mehr ist es nicht. Und alles andere ist, das war nur ein kleiner Erfolg. Das ist, der ganze Thema ist ja lange da noch nicht vom Tisch und überhaupt europaweit. Es wird ja immer noch schlimmer. Ja. Und der Service ist ja eigentlich, wird vernachlässigt und es geht nur um Profit. Und die zweite Geschichte, nur ganz kurz vielleicht, dadurch, dass wir gleich nochmal zusammenfinden müssen, wäre es gut, wenn wir, also wir haben ja gleich noch ganz viel Gelegenheit darüber zu reden, das sozusagen wieder auf diese Kampagnenfragen zu bringen. Ja. Sonst reden wir, glaube ich, über zu viele verschiedene Dinge. Also, wenn wir jetzt okay, gut, dann vielleicht, ich weiß nicht, ob das noch da reinpasst oder wenn, dann können Sie das auch ablehnen. Der Herr Scholz würde mich interessieren. Diamanten, es gibt eine sehr gute Diamantenmine in Afrika. Und wenn man die genutzt hätte, also wenn es den Afrikanern, wenn man die nicht den Afrikanern weggenommen hätte, dann würde es vielleicht Afrika besser gehen, dann würden vielleicht weniger Afrika nach Europa kommen. Also ist jetzt für mich die Frage, wie konnte das geschehen, dass die Diamantenmine da einfach den Afrikanern weggenommen werden konnte? Okay. Sind vielleicht jetzt tatsächlich so Fragen, die wir jetzt im Rahmen dieses Podiums nicht noch geklärt kriegen. Da vorne gibt es noch eine Wortmeldung. Ich bin schon seit 10 Jahren Mitglied bei der Tübinger Montagsdemo. Mein Name ist Ebhard Knoblich. Und es war so, dass muss noch vorausschicken, wo ich auf diese Demo das erste Mal ging. Ich war früher 27 Jahre Mitglied der FDP, der linken FDP. Und wo ich das erste Mal auf diese Demo ging, habe ich zu mir selber gesagt, steht der Tropfen, höhlt den Stein. Und deswegen bin ich jetzt im 11. Jahr dabei. Nur anfangs hat es die Linke mitgetragen und auf einmal nach 4, 5 Demos wollten es die abwürgen. Und dann hat es die MLPD übernommen und deswegen
sind wir in der Linken, die, wo noch in Tübingen zu der Montagsdemo gehen, sind so quasi, die bösen Buben. Und was wäre jetzt möglich gefragt, zum Beispiel auch auf europäischem Thema, dass man gerade diese Harz-Gesetze, der Herr Harz sitzt ja angeblich jetzt schon bei Herr Hollande in Frankreich, um diese Gesetze eventuell zu übernehmen. Und es ist ja noch viel schlimmer, was in Griechenland läuft, wenn man bedenkt, dass Leute nach einem Jahr überhaupt kein Geld mehr kriegen oder in Spanien zum Beispiel die Wohnungen weggenommen werden. Wie könnten wir eine Kampagne machen für ein soziales Europa? Das wäre mir wichtig, weil ich bin selber so dabei, ich bei Awaz, also im Internet bin ich, obwohl ich schon 70 bin, aber im Internet mit Awaz, dann ausgestrahlt und dann gibt es noch von München auch noch was. Also da bin ich auch, in dieser Sache bin ich auch dabei. Aber das, mir wäre wichtig, wie gestaltet man ein soziales Europa? Vielen Dank. Und jetzt gab es noch einen letzten Beitrag hier vorne. Entschuldigung. Kein Problem. Mein Name ist Keith Barlow. Ich wohne in Leipzig. Ich komme aus Großbritannien und ich möchte die beiden Genossen für ihren Beitrag in Verbindung mit Großbritannien herzlich bedanken. Aber bitte reden Kontext. Die Politik kommt nicht nur von Großbritannien. Es ist die Politik von Margaret Thatcher. Und die Politik von Margaret Thatcher hat größter Einfluss auf die ganze Verträge, was in der Europäischen Union angenommen ist, bis zum Vertrag von Lissabon. In zwei Wochen würden wir wissen, vielleicht, ob es in Großbritannien einen Regierungswechsel gibt oder nicht. Aber eins ist klar, mit den Gewerkschaften in Großbritannien, die Gewerkschaftsbewegung hat sich eindeutig und klar gegen das Freihandelsabkommen positioniert und mit Francis O'Grady als Generalsekretär of the Trades Union Congress, der britischen TUC, haben wir meines Erachtens die fortschrittlichste Generalsekretärin in der ganzen Geschichte der britischen Gewerkschaftsbewegung. Und sollte es einen Regierungswechsel kommen, dann ein gewaltiger Druck ist notwendig von den Gewerkschaften auf die neue Regierung, damit sie gegen TTIP positionieren. So, gut, danke. Vielen Dank. Ja, danke schön. Auch für die Beiträge und auch für die unglaublich gute Moderation aus meiner Sicht. Ich habe folgende Frage in Bezug auf den Volksentscheid auf europäischer Ebene. Erstens, könnte man sich vorstellen, dass das mobilisierbar ist oder müsste man es eher an eine konkrete Forderung wie zum Beispiel das Recht auf eine bezahlbare Wohnung vielleicht verbinden oder so? Also ist es tatsächlich mobilisierbar mit so einer relativ abstrakten oder rein demokratischen, nur auf Demokratie zielenden Geschichte? Und dann würde mich bei von Helmut natürlich interessieren, wer wären da die Verbündeten? Wir hatten vorhin gerade gehört, dass Volksentscheide ja nicht nur eine Angelegenheit der Linken sind, sondern sehr wohl auch von rechts genutzt werden. Hättest du dann plötzlich also die Unterstützung von rechten Flügel aus dem Europaparlament? Würden die sich möglicherweise dann an die Seite der Linken setzen und sagen, ja, können wir uns vorstellen, machen wir? Die zweite Frage ist, betrifft die europäischen Institutionen. Du hattest vom Rat für regulative Zusammenarbeit gesprochen im Zusammenhang mit TTIP. Welche Überlegungen haben die Linken eigentlich, an die Stelle dieses Rates zu setzen? Haben wir nur die Forderung nach, die ja nicht wenig ist, einen stärkeren Rechten des Parlaments oder gibt es Überlegungen der Linken auch zu anderen Institutionen der Europäischen Union? Also reduziert sich unsere Forderung der Linken auf die Stärkung des Parlaments oder gibt es auch darüber hinaus Vorstellungen, wie die Institutionen auf europäischer Ebene gemacht werden sollten? Da würde mich auch von den anderen interessieren, also wie wird sowas zum Beispiel bei Attac Österreich diskutiert oder auch Demokratie jetzt?
Und meine letzte Frage, TTIP ist ja nicht nur ein Selbstläufer. An vielen Stellen ja, aber an vielen Stellen auch nicht. Ich erinnere mich, dass in Berlin 1.000 Leute waren, in München 20.000. Nun haben wir in Berlin so großartige Erfahrungen mit Volksbegehren. Woran liegt es? Vielen Dank. Also ich habe jetzt auf meinem Zettel ungefähr 24 Fragen. Was mit den 8 verbleibenden Minuten in einem Zielkonflikt steht, weshalb ich Folgendes mal vorschlage, ob wir uns vielleicht nur auf eine Frage beschränken hier am Abschluss, und wir sind ja zum Glück in überschaubarer Rahmen, dass die offenen Fragen jeweils wir jetzt gleich dann noch miteinander klären können. Sie hauen ja nicht sofort ab, das macht es vielleicht dann für uns alle einfacher, damit wir zu einem gemeinsamen Schluss kommen. Ist das in Ordnung oder haben Sie das Bedürfnis? Nö. Nee? Nee, okay. Ich finde es immer unbefriedigend, wenn Publikumsfragen nicht auch... Okay, nee, wenn, ja, wenn, ist, wenn ja, das ja. Nicht aus dem Rahmen fällt, finde ich es besser, wenn, wir die beantworten können. Gut, dann machen wir das so. Nee, ja. Alles klar. Dann machen wir das so, dass dann würde ich Sie nur alle bitten, relativ präzise auf den Punkt zu kommen. Also die sich angesprochen fühlen, noch kurz die Fragen zu beantworten. Und die Frage, die ich so an Sie alle noch hätte, die ist mit einem Ja oder mit einem Nein, aber zu beantworten, das ist die Frage von dem Herrn aus Tübingen. Eine Kampagne für ein soziales Europa, Stichwort Kampagnenfähigkeit. Glauben Sie, das wäre drin oder glauben Sie, das wäre nicht drin? Das wäre die Frage, die ich gerne von Ihnen ganz kurz nur beantwortet hätte. Soll ich mal kurz vielleicht beginnen? Also nur noch mal, mir war das total wichtig, was Lucille gesagt hat, weil ich komme aus Österreich, wir haben eine extrem starke rechte Partei im Parlament, die in Umfragen auf dem ersten Platz liegt. Das heißt, wir könnten in 3 Jahren einen rechtsextremen Kanzler haben in Österreich. Es ist wirklich interessant und deswegen finde ich es so wichtig, auch nicht zu sagen, nur gegen TTIP, sondern was kommt danach. Und das ist, glaube ich, einfach dieser ganz wirklich zentrale Punkt, den der Herr auch ganz, finde ich, gut gemacht hat. Also die Frage ist, welches soziale Europa von unten wollen wir? Und da gibt es jetzt auch eine spannende Konferenz in Wien unter dem Titel Anders Handeln. Also wir haben uns als Kampagne entschlossen, auch jetzt auf diese Alternativen mehr einzugehen, weil dieses reine Nein, das kommt auch von radikalen Rechten. Also Kampagne muss nicht immer emanzipatorisch sein und die Schlussfolgerungen, die man daraus zieht, auch nicht. Und es ist jetzt am 22. September. Alle Menschen sind natürlich auch herzlich eingeladen, uns in Wien zu besuchen und mitzudiskutieren. Also wie kann ein soziales Europa von unten aussehen? Wie kommen wir dahin? Weil nach TTIP kommt TISA und dann kommt wahrscheinlich wieder was mit 4 Buchstaben, wogegen wir uns wehren müssen. Und ich glaube, gesellschaftlich muss sich was ändern, dass wir nicht jedes Mal in diesen Abwehrkämpfen stecken. Vielen Dank. Es darf auch geklatscht werden. Herr Scholz, Sie waren auch angesprochen, insbesondere noch mal im Hinblick auf, was bietet die Linke? Da haben Sie ja vielleicht eine Antwort. Also ich sag mal zuerst, Frau Le Pen sitzt bei mir mit im Ausschuss. Ich habe also in der direkten Zusammenarbeit mit rechtsextremen Positionen und rechtspopulistischen Positionen, nicht nur von ihr, sondern auch von anderen, also nicht nur mit rechtsextremen und rechtspopulistischen Positionen von ihr, sondern auch von anderen Abgeordneten zu tun. Und die Herausforderung ist schon eine sehr präzise und sehr konkrete. Und deshalb finde ich wichtig, Nummer eins, wir müssen sehr präzise und sehr konkret formulieren. Wir müssen sehr konkrete Vorlagen liefern und deutliche Aussagen treffen. Und deshalb zu der TTIP-Kampagne, auch damit die Bewegung etwas weiß, was überhaupt diskutiert wird im Europäischen Parlament, haben wir eine eigene Webseite gemacht, die nur TTIP betreut, wo wir Dokumente erläutern, wo wir sachlich über die Verhandlungsrunden reingehen, wo wir Hintergrundmaterialien reinstellen etc., gerade mit der Absicht auch zu helfen, neben Kampakt, was ja eine Mobilisierungswebseite ist und so weiter, auch eine Informationswebseite anzubieten aus dem Europäischen Parlament mit einem konkreten Bezugspunkt nur zu TTIP. Zweiter Punkt, Institutionen auf der europäischen Ebene ist ein Schwachpunkt der Linken in Europa, weil wir ja meist uns in der Ablehnung des Funktionierens des gegenwärtigen Institutionengefüges und der von ihnen gemachten Politik konzentrieren, sagen wir es mal so, nicht nur beschränken, aber konzentrieren. Die Fähigkeit, also darüber hinaus nachzudenken, wie soll es funktionieren, ist von der europäischen Linken, das behaupte ich jetzt hier persönlich,
von der Linken nicht aufgegriffen worden nach dem Nein zum Verfassungsvertrag. Das Ergebnis war, Sarkozy hatte die Chance, Lissabon mitzubegründen. Und genau die 2 Jahre Nachdenkensphase wurde von der konservativen und neoliberalen Seite stärker genutzt als von der linken Seite. Wie es also strukturell und institutionell dieses andere Europa, was wir wollen, da sind wir, glaube ich, alle einig, sogar in allen EU-28 Mitgliedstaaten, vorstellen und wie es funktionieren soll. Aber dieses das institutionelle Funktionieren, da sind wir noch bei der Suche, bei der Arbeit. Deshalb gehen wir jetzt gerade zu dem sozialen Europa, da soll ich eine Aussage treffen. Wie gestaltet man ein soziales Europa? Wir haben eine ganz klare Diktion, zumindest in der Linksfraktion, in der gemeinsamen Linksfraktion im Europäischen Parlament hinsichtlich der Überwindung von Austeritätspolitik und Öffnung von Einstiegsmodellen, Strukturen im Sinne einer gemeinschaftlichen Beantwortung von Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik und in Richtung ganz vorsichtig auch sozusagen Basisschritte in Richtung einer gemeinsamen Steuerpolitik. Da haben wir ja mit der Finanztransaktionssteuer und dem Öffnen sozusagen von Gemeinschaftsinstrumenten eine Möglichkeit, auch andere Punkte in die öffentliche Debatte einzuführen. Diese Debatte muss transparent und öffentlich geführt werden. Sie wird nicht von linken Parteien alleine geführt werden können, aber linke Parteien sind aufgefordert, da viel mehr Gehirnschmalz aufzuwenden, um deutlich zu machen, wie soll ein soziales, gemeinschaftliches Europa denn eigentlich funktionieren? Wollen wir sozusagen die Tarifpartnerschaft am Leben erhalten? Was machen wir mit Concorde und zugleich wird sozusagen mit EasyJet und Ryanair und so weiter geflogen und damit wird auch der Druck sozusagen auf die gewerkschaftlichen Kämpfe im Flugwesen ausgeübt. Bahnwesen ist ein anderes Beispiel. Die Dienstleistungsrichtlinie wird wieder aufgewärmt. Das heißt, es wird weiter versucht, an der Schraube zu drehen. Da muss man gegen sein. Aber da muss man eben deutlich sagen, wollen wir es gemeinschaftlich organisieren oder wollen wir es auf der nationalen Ebene belassen? Das heißt, wie kriegen wir das soziale Europa aus der Zwischenregierungszusammenarbeit von EU-Mitgliedstaaten in die Gemeinschaftsmethode, also gemeinsame Politikentwicklung heraus neu organisiert. Das sozusagen, da würde ich jetzt mal die Antworten kurz mit ansiedeln. Was war noch? Das war es vielleicht, oder? Ja. Ja, ich will erstmal die Frage des Moderators beantworten. Zur Frage, ist eine Kampagne zu einem sozialen Europa möglich? Ich würde sagen, mit diesem Claim, mit diesem Slogan so nicht, weil es viel zu allgemein und zu abstrakt ist. Aber grundsätzlich ist natürlich das ein Thema, wozu man auch europaweit, glaube ich, schon eine Kampagne machen kann, wenn man es entsprechend runterbricht, zum Beispiel vielleicht auf ein Recht auf ein existenzfreie Mindestsicherung oder auch ein Thema zum Thema Steuergerechtigkeit in Europa. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das auch funktionieren kann. Ich bin aber konkret angesprochen worden zu ein paar Sachen, zwar einmal vom Genossen aus Hannover, warum die TTIP-Aktionstage, also diese TTIP-Aktionstage werden nicht von der Europäischen Bürgerinitiative Stop TTIP organisiert, sondern zum Beispiel von der Lucille, ist eine der Koordinatorinnen der europaweiten Aktionstage. Es macht aber trotzdem Sinn, da auch Unterschriften zu sammeln. Für uns ist übrigens das Ergebnis, dass wir jetzt ungefähr 300.000 Offline-Unterschriften haben, ein durchaus gutes. Wir hätten durchaus mit einem noch stärkeren Online-Anteil gerechnet. Bei Right to Water war es übrigens so, da waren fast 90% quasi im Internet und aus noch mehr aus Deutschland als bei uns. Das ist deswegen sinnvoll, diese Aktionstage zu machen, um eben auch eine Sichtbarkeit zu zeigen, um nicht nur eine virtuelle Kampagne zu haben, sondern eine wirkliche Kampagne, die eben auch auf der Straße erlebbar ist, europaweit am besten oder sogar jetzt global, und dass man eben damit auch in den Medien kommt, hat der Aktionstag wunderbar gezeigt, weil das hat zumindest in Deutschland, auch in Österreich, glaube ich, sehr gut funktioniert und auch in anderen Ländern hoffentlich, dass man da schöne Bilder produziert und es eben auch schaffen kann zu mobilisieren. Cornelia, ne? Du hast ein bisschen gesagt, so TTIP nicht unbedingt Selbstläufer, in Berlin nur 1.000 Leute. Da muss ich gleich dagegen halten. Das war nie geplant, dass es in Berlin eine größere Mobilisierung gibt. Und es war eine Menschenkette geplant, die ist auch wunderbar gelaufen mit 2.000 Menschen von der amerikanischen zur kanadischen Botschaft. Die Münchner haben sich dafür entschieden, stärker zu mobilisieren für eine Demo. Also es wird in Berlin eine zentrale Demonstration geben am 10. Oktober und da werden auch sehr viele Menschen kommen. Und wir hatten ja auch die Wir-haben-es-satt-Demo im Januar. Die war
außergewöhnlich gut besucht mit 50.000 Menschen, eben weil auch da TTIP ein Thema war. Also das heißt, das ist eigentlich auch in Berlin, finde ich, gut gelaufen. Das Beispiel Right to Water ist trotzdem ein Erfolgsbeispiel. Du sollst es bitte weiterhin auch offensiv so kommunizieren, das ist nämlich völlig richtig. Was ich nur sagen wollte ist, die Kommission hat das Thema nicht aufgegriffen. Die Kommission hat nicht daraus einen Gesetzentwurf oder einen Rechtsaktsvorschlag gemacht, aber es ist trotzdem gelungen, eine geplante Liberalisierung der Wasserversorgung zu verhindern. Konzessionsrichtlinie im Wasserbereich wurde entsprechend dann verhindert. Von daher ist es ein gutes Beispiel, das man auch weiter erwähnen kann. Der letzte Punkt, der bei mir auf dem Zettel steht, ist das Thema Volksentscheid in Europa. Da gebe ich dir völlig recht. Das ist ein sehr abstraktes Thema, wenn man das einfach nur so, ich sag mal, kommunizieren will, auch wenn es natürlich da aus meiner Sicht sehr gute Argumente gibt. Es ist immer hilfreich, das zu verbinden mit konkreten Themen als Beispiele. Und die haben wir ja mittlerweile noch und nöcher. Ja? Also gerade TTIP kann man darauf hinweisen, wie undemokratisch nicht nur das Abkommen selber ist, sondern auch der Umgang mit der Kritik. Beispielsweise wurde die Konsultation zum Thema Schiedsgerichte, haben sich 97% der Beteiligten haben sich grundsätzlich gegen Schiedsgerichte ausgesprochen. In TTIP, was macht die Kommission? Sie sagt einfach, sie macht trotzdem weiter und bringt einfach einen Vorschlag jetzt am 7. Mai. Oder eben auch die Ablehnung unserer europäischen Bürgerinitiative. Das regt schon viele Menschen auf. Und darüber kann man schon, auch über viele weitere Beispiele, dann die Verbindung machen, warum wir eben noch mehr und weitergehende Rechte auf europäischer Ebene brauchen. Nur ganz kurz, weil einfach keine Zeit mehr da ist. Nur weil die Falschen auch mal was Richtiges sagen, wird eine richtige Forderung nicht falsch. Im Übrigen ist es eine der ganz wenigen Möglichkeiten, rechte Kräfte noch thematisch anzubinden. Das heißt, den Diskussionsprozess nicht abreißen zu lassen. Das ist auch eine außerordentliche Möglichkeit solcher Themenstellungen im direktdemokratischen Bereich. Politische Räume von unten Wirklichkeit werden lassen auf europäischer Ebene. Dazu gehört natürlich auch, dass wir nach 3 Jahren Erfahrung mit der Europäischen Bürgerinitiative Nachbesserungen fordern. Bislang ist es ein Beteiligungsplacebo. Von den 51 europäischen Bürgerinitiativen hat es keine einzige zu einem EU-Gesetz geschafft, was ja letztlich auch das Ziel wäre. Darum müssen wir uns kümmern und eine Veränderung der Modi einfordern. Wir müssen Flöcke einschlagen. Das heißt, Erfolge, die wir gehabt haben, zu etwas werden lassen, in Form von neuen oder umfänglicheren Instrumenten der direkten Demokratie und in Form von Gremien der Beteiligung. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass der Berliner Wasserrat am Donnerstag Staatsrätin Erler aus Baden-Württemberg zu Gast hat. Das ist die erste Beteiligungsadresse, also eine Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Beteiligung. Und wir wollen ihr auf den Zahn fühlen. Das heißt, wenn direkt demokratische Beteiligung stattfinden soll, müssen wir ganz genau schauen, dass es nicht zum Mitmachfallen im politischen Raum kommt. Das ist eine der großen Gefährdungen im Moment, dass Menschen müde gemacht werden mit Aufgaben, die eigentlich in die öffentliche Hand und in bezahlte Stellen gehen. Eine pseudodemokratische Mitmachrepublik und ein pseudodemokratisches Mitmach-Europa kann nicht unser Ziel sein. Das ist für mich die Abgrenzung und zugleich die Aufgabe. Dankeschön. Dankeschön. Sehr kraftvolle Worte zum Schluss. Vielen Dank dafür. Da kann man ruhig auch nochmal für klatschen, finde ich aber. Ich danke Ihnen allen ganz herzlich, nicht nur Ihnen hier vorne auf dem Podium neben mir, sondern auch Ihnen, dass Sie mit uns waren. Wir haben eigentlich doch relativ gut was geschafft, also einen Raum und seine vielen Sphären sehr vielseitig durchleuchtet oder angefangen auszuleuchten, angefangen von auch kritischen Selbstreflexionen im Hinblick auf Kampagnenfähigkeiten. Wir haben Eindrücke gekriegt von Erfolgskriterien, die nötig sind und auch recht selbstkritisch, insbesondere im Hinblick mit so Gefahren hin zu rechts diskutiert. Mir hat das ganz gut gefallen. Vielen Dank, dass Sie da waren heute Morgen. Vielen Dank, dass Sie auch alle gekommen sind. Und jetzt stehen ja alle noch ein bisschen zur Verfügung und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und auf Wiedersehen.